Und zwar hat jemand gefragt, wie unsere WhatsApp-Gruppe eigentlich heißt. Habt ihr ein Tattoo? Und wenn ja, wo? Und ich glaube tatsächlich, ich habe es nie gesagt bis jetzt. Peinlichstes Erlebnis. Was ist denn dein peinlichstes Erlebnis? Was willst du in deinem Leben erreichen? Gesundheit ist das Wichtigste. Nein! Entschuldigung. Hey Leute! Was geht? Kann ihr mit? Tanja. Hallöchen! Alles klar bei euch? Ja, ich glaube, wir sind hier heute nicht nur zu zweit. Nein, und zwar, wir spielen heute eine Stunde relativ ungeschnitten Tower of Hell. Das wird dann ja besonders freuen, aber auch mich. Und wir hatten es auch bei Instagram angekündigt, bei Spiel mit mir unterstrich official war es oder Spiel mit mir official, ich weiß gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall unser Instagram-Account. Und wir machen heute auch ein Q&A. Ihr habt uns ein paar Fragen gestellt. Und damit wir heute hier bei Tower of Hell ein bisschen ruhig bleiben, holt euch was zu essen, holt euch was zu trinken, haben wir gedacht, machen wir Tee, ein Q&A. Macht euch gemütlich. Ja, wie Danja jetzt sagen würde. Okay, möchtest du mit der ersten Frage starten? Ja, möchte ich. Warte. Okay. Wupp. Wir versuchen uns nicht zu sehr aufzuregen, okay? Ja. Ich meine, eine Stunde kann echt lange sein. Was ist euer Lieblingsspiel bei Roblox? Oh ja, das ist doch eine gute Auftaktfrage. Und ihr könnt natürlich auch in den Kommentaren mitbeantworten, also für euch ein Q&A sozusagen machen. Ja. Ja, Danja, dann starte mal. Mein Lieblingsspiel bei Roblox. Spielst du überhaupt gerade Tower of Hell? Ja, ich spiele Tower of Hell. Ja, los, beweg dich. Oh, ja, ich bin vor dir, was soll das? Hello. Okay. Mein Lieblingsspiel ist, glaube ich, Flee the Facility und ich finde Piggy auch ziemlich cool. Jetzt ehrlich? Aber das spielen wir so selten. Ja, aber das heißt ja nicht, dass ich es nicht cool finden kann. Okay. Also Adopt Me finde ich auch cool. Aber dadurch, dass wir das hier so oft spielen, ja. Das fängt schon mal super an hier. Und das Imposter-Spiel von Adopt Me finde ich auch cool. Von Roblox finde ich auch sehr cool. How about you? Nein! Du wolltest wahrscheinlich gerade fragen, how about you? Ja. Ja. Also, tatsächlich ist es so, dass Adopt Me mittlerweile, auch wenn wir es hier so oft spielen, zu meinem Lieblingsspiel geworden ist. Weil ich einfach so die Stimmung und so, ich weiß nicht. Klar, es gibt Leute, die veräppeln euch und da müsst ihr vorsichtig sein. Aber sonst finde ich das Spiel eigentlich ziemlich cool. Ich muss auch sagen, Brookhaven ist mir... Also, Brookhaven finde ich mittlerweile auch sehr, sehr positiv, weil man da so viel machen kann als Roleplay-Spiel. Ja, das stimmt. Also, es ist für so Roleplay eignet sich Brookhaven, finde ich, etwas besser als Adopt Me. Ja, stimmt. Ja, bei aber Adopt Me ist halt, das... Also, was da das Spezielle ist, finde ich so cool mit den Pets. Ja. Gibt's, glaube ich, in Brookhaven auch, aber halt nicht so krass ausgebaut. Ja. Und ich finde so, Adopt Me ist cooler, wenn du es so alleine spielst. Aber für uns zum Aufnehmen, finde ich, ist Brookhaven cooler. Oh, warum bin ich so schlecht? Und sonst? Boah. Also Eat or Die finde ich auch sehr cool. Stimmt, auch ein cooles Spiel. Und natürlich hier Tower of Hell. Muss ich halt ehrlicherweise sagen, finde ich auch sehr cool. Und das Imposter-Spiel, muss ich gestehen, feiere ich gar nicht hier bei Roblox. Gar nicht? Echt? Mm-mm. Ich find's Piggy mittlerweile finde ich auch so ein bisschen, geht so. Ist halt der Hype vorbei, ne? Oh, ey, ich krieg zu viel. Was ist das denn hier? Ist hart, ne? Willst du mal die nächste Frage stellen? Weißt du was, ich gehe direkt zur nächsten Frage, weil ich komme ja so nicht weiter. So. Boah, ey. Das ist einfach zu schwer hier gerade. Ah ja, interessante Frage. Wie seid ihr zum Gamen, zum Zocken gekommen? Eine Frage aus unserer Vergangenheit, würde ich jetzt mal behaupten. Danja, beantworte sie doch als erstes. Also, ich bin mit Brüdern aufgewachsen. Und also ich habe einen älteren Bruder und der hat halt und zockt halt auch immer noch extrem viel. Und da ich mich mit dem sehr, 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 sehr gut verstanden habe, haben wir eigentlich fast nur gezockt, eine Zeit lang. Also, ich weiß nicht, ist, glaube ich, so dadurch gekommen, dass er halt so viel gezockt hat. Und dann habe ich halt mitgemacht und von daher schon immer eigentlich. Hatten auch immer alle möglichen Konsolen. Wie ist das bei dir? Ja, bei mir war es, ist es tatsächlich eine ähnliche Geschichte. Bei mir ist es nur mein Cousin.
Mhm. Also ich habe noch eine ältere Schwester, die war aber nicht so die Zockerin. Aber mein Cousin und andere Cousins von mir und auch mein Onkel, das war auch so typisch. Zum Beispiel, ich habe bei meinem Onkel immer zugeschaut, weil ich mich selber nicht getraut habe. Der hat so ein Horrorspiel gespielt. Ja. Und ich habe mich nicht getraut, oder wir, besser gesagt, und wir haben ihn immer zugeschaut. Mhm. Und ich kann mich auch an eine Sache noch erinnern. Wir hatten damals keine Memory Card auf der PlayStation. Das heißt, wir mussten immer wieder Spiele von vorne anfangen. Ich wollte gerade sagen, PlayStation ohne Memory Card ging ja gar nicht. Und ich wusste, wir haben auch sehr spät erst gemerkt, also wir haben mit dem Zocken angefangen, da war ich glaube ich so 5, 6 ungefähr. Ja, mhm. Und ja, da kannte man sich halt noch nicht so aus, ne? Also ja. Was das anging. Ja, also gar nicht. Es gab ja auch, da war ja auch Internet noch nicht so ein Ding. Ja, nicht nur Internet, auch so Lösungsbücher und so, die waren halt extrem teuer. Das hatte vielleicht einer aus seinem Freundeskreis und das war's. Hat das dann rumgereicht, ja. Stimmt. So und, ey! Bis man wirklich gecheckt hat, dass man eine Memory Card braucht, um ein Spiel zu speichern. Das hat bei uns lange gedauert, aber bei mir war es über die Cousins. Okay. Und es hat auch sehr lange gedauert, bis ich meine erste eigene Konsole tatsächlich hatte. Also können wir ja eigentlich sagen, wir haben Familie. Durch Familie, ja. Ich glaube, bei vielen ist das so, Leute, oder? Ja, ich denke auch. Also wenn man so ältere Geschwister hat oder generell einfach Verwandte, die das machen, mit denen man oft irgendwie Kontakt hat, klar. Absolut, ja. Okay, willst du eine weitere Frage stellen? Ja, also heute ist wirklich nur Q&A. Ich versuche ein bisschen ruhig zu bleiben, ihr merkt es. Ich muss mich ganz kurz konzentrieren hier. So. So. Ja, aber wir hätten dabei irgendwas Entspanntes machen sollen. Oh, warte, ich mach eine weitere Frage, ist okay. Ja, mach du bitte, weil ich muss mich gerade echt konzentrieren. Ich komme hier sonst nicht klar. Okay. Oh, auch eine coole Frage. Was willst du in deinem Leben erreichen? Also wahrscheinlich eine Frage an uns beide. Mhm, beantworte du mal zuerst. Hey, wie soll ich da hochkommen? Also, was will ich in meinem Leben erreichen? Also, Leute, das Wichtigste ist immer, erstmal kann ich euch sagen, das wird euch jeder sagen, Gesundheit. Gesundheit ist das Wichtigste. Nein! Entschuldigung. Und ruhig bleiben am besten auch. Sorry. Was will ich in meinem Leben erreichen? Nö, alles gut. Also, ehrlicherweise, man darf natürlich nie zufrieden sein. Es ist momentan so, dass ich doch sehr zufrieden bin, weil ich momentan viel Spaß habe an dem, was ich mache. Sei es privat oder auch hier bei YouTube. Dementsprechend kann ich da sagen, habe ich schon vieles erreicht. Gleichzeitig darf man auch nie zufrieden sein. Das wisst ihr auch, Leute. Und dementsprechend erhoffe ich mir natürlich, ja, dass ich das, was ich mit YouTube mache, noch lange machen kann. Ne? Und vielleicht auch noch viel mehr. Ja, das ist so das, was ich im Leben erreichen will. Ey, ist das dein Ernst? Was habe ich denn hier gemacht? Ja, okay. Dann ja. Du bist... Also für mich auch also, auf jeden Also ganz Fall. Kurz, um abzuschließen, nicht super philosophisch. Also bei dem bleiben, was ich gerade mache. Okay, jetzt bist du dran. Was? Bei dem bleiben, was ich gerade mache, so, weißt du? Ach so, du möchtest, okay. Also bei mir ist es so, ich finde auch auf jeden Fall, Gesundheit ist super wichtig, aber das ist halt sowas, das kann man manchmal so schlecht beeinflussen. Und mit erreichen verstehe ich immer, also darunter verstehe ich immer so Sachen, die ich selber erreicht habe. Also bei mir geht es eigentlich mehr darum, dass ich so mit mir selber zufrieden bin und mit dem, was ich so tue und auch stolz drauf bin, was man selber so schafft, ne? Also einfach so mit sich selber und dem, was man tut, zufrieden sein. Und auch das bin ich momentan eigentlich so ziemlich. Und ich würde da einfach gerne auf YouTube auf jeden Fall mehr machen, gegebenenfalls auf Instagram auch ein bisschen mehr machen. So was quasi den beruflichen Aspekt angeht. Oh mein Gott, wie langweilig. Danke. Nein, ich verstehe. Also im Endeffekt ist es eigentlich das, was ich gerade auch gesagt habe. Ja, außer dass ich halt finde, dass also Gesundheit zählt halt bei mir nicht ganz dazu. Das finde ich zwar super wichtig, aber. Das kann man nur geringfügig beeinflussen. Ja, richtig. Natürlich, und alles, was damit zusammenhängt, so YouTube, ist ansonsten so, also so alles, eine was mit YouTube Antwort ist, so kann, ja. Erhofft man sich, glaube ich, dass einfach das weitergeht und man immer einen Schritt vorwärts kommt.
Ja. Ich meine, wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass wir Adopt Me Roleplays machen? Das ist für uns auch ein großer Schritt immer, finde ich. Also und auch für euch. Ja, also ich hätte vor einem Jahr nicht mal gedacht, dass ich hier sitze. Stimmt. Ja, wobei doch, vor einem Jahr, warte, wir haben jetzt November. Jetzt doch, ist da November. Da haben wir doch schon, da hatte ich deinen Podcast doch schon entdeckt. Echt? Ja. Tja. Doch, klar. Im November? Ja, doch, stimmt. Natürlich. Stimmt. Doch, nein. Da habe ich dir schon zugehört und dachte so, boah, ey, die labern so einen Müll. Die brauche ich. Die brauche ich hier. Ja, okay. Willst du die nächste Frage vielleicht stellen? Ja, okay, warte, jetzt bin ich eh gerade runtergefallen. Oh! Wow, das war laut. Oh, mein Hals. Ja. Erzähl. Können wir auch Fragen stellen, die nur an eine von uns beiden gehen? Ja, gerne, natürlich. Okay. Finde ich voll uninteressant, aber wie lange ist dann ja schon vegan? Ja, habe ich auch gesehen eben. Super interessante Frage, ja. Würde ich, hast du, glaube ich, schon erzählt, aber ich habe mal wieder nicht zugehört. Ja, also ich bin jetzt, glaube ich, seit fast zweieinhalb Jahren vegan. Nee, ich glaube länger, fast 3 Jahre. Schon eine ganze Weile eigentlich. Und was war so, ich sag mal, war es schwierig für dich, vegan zu werden oder vegan zu bleiben? Nee, überhaupt nicht. Zu Anfang? Nee, also am Anfang, ich hab... Oh, jetzt hat mich jemand runtergeschubst. Ich war zuerst Vegetarier, also ich hab mich Ewigkeiten omnivor ernährt, also alles gegessen quasi. Dann hatte ich irgendwann aufgehört, Fleisch zu essen. Und dann habe ich aber halt eine Laktoseintoleranz und dachte dann, ja gut, dann kann ich jetzt auch Milchalternativen ausprobieren. Und das Ei dann wegzulassen, war für mich halt dann auch nicht mehr so schwer. Und dementsprechend fällt es mir überhaupt nicht schwer. Also Fleisch vermisse ich null, gar nicht, überhaupt nicht. Wo es mich manchmal nur nervt, ist so bei einigen Süßigkeiten oder so. Ja, stimmt, die sind manchmal vegetarisch, aber nicht vegan, ne? Ja, genau. Aber ansonsten muss ich sagen, nee, es fällt mir ziemlich leicht und ich esse da, also seitdem, ich habe so viel verschiedenes Essen ausprobiert, wie ich vorher niemals gegessen hätte. Das ist total krass. Also ich merke gerade, wie schlecht ich bei Tower of Hell bin. Okay. Ja, komm, jetzt hast du eine Frage über dich gestellt. Jetzt möchte ich nochmal eine gemeinsame Frage hören. Von mir? Ja, klar. Wie lange spielt er eigentlich schon Roblox? Ich glaube, das kann man genau bei uns auch sehen. Ich glaube tatsächlich, das habe ich schon öfters erzählt, das erste... Also Roblox haben wir... Also ich habe Roblox schon mal ausprobiert, glaube ich, vor knapp anderthalb Jahren schon. Oder vor knapp 2 Jahren so. Wirklich ausprobiert. Aber da habe ich Roblox noch nicht so ganz verstanden, um ehrlich zu sein. Und da war Roblox auf YouTube auch noch nicht so wirklich das Ding, sage ich jetzt mal. Zumindest im deutschen Sprachraum noch nicht. Ja. Und dann mit den Obis fing es ja so in Deutschland so ein bisschen an. Also im deutschen Sprachraum. So endlich ein neuer Tower. Im deutschen Sprachraum fing das ja so ein bisschen an. Und ich glaube, die erste Obi, ich glaube, die McDonald's Obi war das tatsächlich. Oder die Wasserpark Obi. Das war so da, wo wir dann auch wirklich aktiv auch mit Nina, ich glaube, Nina ein bisschen später dann, angefangen haben, Roblox zu spielen. Genau. Das ist meine Antwort der Frage. Danja, wie sieht es bei dir aus? Ich kann das sehr genau beantworten. Seit Ende Januar 2020. Seit Ende Januar dieses Jahres. Aber hast du vorher gar nicht Roblox mal ausprobiert oder so? Doch, habe ich. Aber ich kann nicht behaupten, dass ich es aktiv wirklich gespielt hätte. Was war so also denn war der erste... Was war denn... Was war denn der erste Versuch bei Roblox bei dir? Kannst du dich noch dran erinnern? So, der allererste war, glaube ich, auch eine Obi. Aber da hatte ich dann keinen Bock mehr. Ich hatte, also... Ja, ihr kennt... schaut euch vielleicht auch noch mal nach diesem Video die ersten... Also ihr könnt auch danach suchen, glaube ich. Erste Obi von Danja oder so. Ja, aber ich habe da auch nicht... Hat sich nicht viel getan. Ich habe das aber auch nicht auf dem PC gespielt. Also als ich hier angefangen habe, habe ich ja seit super wenig PC-Gaming gemacht vorher.
Ja, ich auch. Ja, aber du hast ja dann trotzdem schon ein Jahr Vorlauf. Oder mehr Jahre noch. Okay, das ist ja auch wurscht. Na gut, hat sich auch nicht viel getan in der Zeit jetzt, ne? Hast du schon einen Tower geschafft heute? Nein, heute noch nicht. Siehst du, ich auch nicht. Also sind wir eigentlich gleich schlecht. Das stimmt wohl. Okay, soll ich eine weitere Frage aussuchen? Ja, such mal raus. Was haben wir denn? Komm, ich aktualisiere mal. Ja, ein bisschen Kahn überholen. Dies, das. So. Oh. Puh. Oh. Ich stelle mal die Frage, du kannst sagen, ob du die beantworten möchtest. Ja. Hast du einen Beruf außer Influencer? Also das, was wir jetzt machen, YouTube. Möchtest du das beantworten oder nicht so? Doch, können wir doch beantworten. Ja, dann fang doch mal an. Also, ich habe keinen Beruf nebenbei. Ich finde auch, dass es... Also, wir machen halt so viel, dass da gar nicht mehr so krass viel Zeit ist. Ne? Also, wir machen natürlich neben YouTube noch so ein bisschen Instagram, ein bisschen TikTok. Aber einen richtigen Beruf nebenbei würde ich nicht sagen, aber ich habe natürlich was anderes gelernt. Ja. Ja. Ich frage dich nochmal, möchtest du das sagen oder eher nicht? Doch, kann ich. Also ich habe das, glaube ich, auch schon mal gesagt. Ich habe eine Ausbildung gemacht zuerst im Hotel zur Hotelkauffrau. Also die normale kaufmännische Ausbildung, die auch jeder Banker und jeder bei der Versicherung macht. Und danach habe ich angefangen, Informatik zu studieren. Und dann bin ich hier gelandet. Ja. Bei mir ist tatsächlich, also Daniel hat es schon sehr gut erklärt, wir sind natürlich Vollzeit-Influencer, wobei ich Influencer, also ich weiß nicht, mir gefällt der Begriff bei mir persönlich nicht. Aber ich weiß natürlich, dass das unsere Berufsbezeichnung ist. Ich weiß das. Wir sind Content-Creator. Ne? Ja, genau. Ich versuche das immer so ein bisschen, aber gut, also viele Leute sagen halt, Influencer, dementsprechend. Aber Daniel hat es schon sehr gut erklärt. Das machen wir halt Vollzeit, weil sonst würden wir das an Videos gar nicht schaffen, was wir für euch so produzieren. Ne? Ja. Also nebenbei schafft man das auch nicht so viel, wie wir Videos machen, bin ich ganz ehrlich. Das geht nicht. Vorher war ich an der Uni. Ich glaube, ich weiß gar nicht. Also ich bin von der Uni sozusagen auf diesen Beruf gekommen. Und ich glaube tatsächlich, ich habe es nie gesagt bis jetzt, was ich studiert habe. Willst du es sagen? Ich weiß es nicht. Soll ich das sagen, Leute? Ja, komm, ich sag es einfach. Sag's also ich, vielleicht habe ich es auch gesagt und ich habe es vergessen. Und zwar habe ich Geschichtswissenschaften und Germanistik studiert. Und Germanistik ist sozusagen die deutsche Sprachwissenschaft, sagen wir es mal so. Ja. Also, um es einfach zu erklären. Geschichte ist eigentlich. Ja, und eigentlich ist mein Berufswunsch gewesen und ihr wisst natürlich, ein Lehrer wird man nicht so ganz schnell. Ne? Also es hätte noch ein bisschen was gefehlt, weil da muss man ja auch noch ins Referendariat und alles drum und dran. Ne? Und das hätte bei mir auf jeden Fall noch gefehlt und dementsprechend würde ich ganz gerne, hätte ich das Lehramt ausgeübt, aber ich war noch nicht ganz fertig. Ja. Also Kahn wollte eigentlich Lehrer werden mal. Ja. Könnt ihr euch das vorstellen? Kann ich immer noch, aber... Kannst du immer noch? Ja, aber ja. Ich müsste noch mal zur Uni und noch mal das machen, was... Oder nicht noch mal, sondern ich müsste das noch abschließen. Ja. Weil, ich sag mal, ja, man kann jetzt über Bachelor und sowas reden, aber viele von euch können davon jetzt nicht was anfangen. Ne? Aber den ersten Teil habe ich gemacht, den zweiten Teil nicht. Sagen wir mal so. Weil ich dann hier mich auf dieses YouTube konzentriert habe. Wie geht das denn hier? Also ich könnte jetzt neben YouTube auch noch was anderes machen, aber nicht Lehrer. Wer hätte Kahn gern als Lehrer? Also jetzt mal, also einfach abgesehen davon, wer hätte Kahn gern so als Lehrer? Ja. Ich glaube, ich hätte das lustig gefunden. Och Mann, wie geht denn das da? Och, ich habe auch in den Kommentaren ab und zu gelesen, stellt euch mal vor, Kahn wäre wirklich Lehrer. Also es hätte passieren können oder kann immer noch passieren. Mhm. Ist dann für euch wahrscheinlich nicht mehr so wichtig, aber vielleicht für die späteren Generationen. Okay, willst du, Ja, mach ich. Die... Boah. Kriegst du das gelbe Ding dahin? Ist schwierig. Hast du es hingekriegt? Ist schwierig. Besonders mit den Fragen beantworten ist das echt schwierig, sage ich euch, Leute. Aber, ich höre jetzt zu. Danja, du bist. Okay.
Also bevor jetzt Leute schreiben, nein, ich bin noch kein Lehrer, ne? Also check das. Bevor jetzt Leute schreiben, oh mein Gott, Kahn soll mein Lehrer werden. Nein, ich kann noch kein Lehrer jetzt sein. Könnte ich rein theoretisch... Werden, er könnte es werden. Ich kann das ja auch sagen, zur Uni-Zeit war ich auch Nachhilfelehrer. Und ich sag's euch, wie es ist, ich war nicht sehr beliebt. Weil ich als Lehrer ein bisschen strenger bin als YouTuber, sagen wir mal so. Das ist ja verrückt. Okay, jetzt habe ich es geschafft. Dann ja, sorry, jetzt bist du dran. Ja. Habt ihr ein Tattoo und wenn ja, wo? Oh. Antworte du mal zuerst. Ich muss jetzt Geld mit dem kann ich schnell beantworten? Nein, ich habe kein Tattoo. Das darf ich habe ein Tattoo. Ja? Ja, ich habe ein Tattoo. Stimmt, hast du auch schon mal erzählt, ne? Mhm. Ich muss aber sagen, ich finde die. Also sag erst mal, bevor ich was dazu sage. Ja. Ich habe das relativ spontan stechen lassen. Okay. Im Urlaub. Oh. Ach stimmt, mit einer Freundin, ne? Nein, ich wollte das mit einer Freundin eigentlich machen. Ha, ich hab's geschafft. Echt jetzt? Oh, ja. Ich wollte das eigentlich mit einer Freundin machen und ich war mit meinem Partner im Urlaub. Ah, okay. In Amsterdam. Und der war... In Amsterdam war das? Ja, der war im Hygienemuseum. Nee, nicht Hygienemuseum. Wie heißt das Ding? Hygienemuseum ist in Dresden. Körperwelten. Ah, ja, okay, das ist cool. Ja, das ist cool. Und ich hatte da halt keinen Bock reinzugehen. Und dann hatte ich halt ein bisschen Zeit und dann habe ich mir was zu essen geholt. Und dann hatte ich immer noch eine halbe Stunde Zeit und dann habe ich mir ein Tattoo stechen lassen. Das ist hier an der Seite unter meinem Arm. Also nicht am Unterarm, sondern relativ weit oben am Torso. So schräg unter der Achsel. Okay. Ist einfach nur eine Linie. Und ich wollte eigentlich mit einer Freundin mir ein Tattoo stechen lassen. Das ist auch noch auf, also das soll dahin, wo das jetzt ist. Das soll einfach noch erweitert werden. Mhm. Aber das wollte ich mit ihr dann zusammen fertig stechen. Ah, okay. So. Ich habe einen Tower schon mal geschafft, wollte ich nur mal sagen. Wahnsinn, ich nicht. Ja. Also um die Frage bei mir noch mal kurz, also ich finde es sehr interessant, Anja, um die Frage bei mir noch mal ein bisschen zu beantworten, also oder nicht zu beantworten, sondern ein, zwei Infos weiterzugeben. Also ich finde diese Tätowierkunst, finde ich halt sehr interessant. Ne? Und ja. Es gibt so Tattoos, wo ich sage, krass, wie cool die aussehen. Diese 3D-Tattoos finde ich ziemlich, ja, ziemlich cool. Ja, ja. Also ich bin auch immer so ein Fan von so Totenkopf und sowas. Ich finde, das sieht als Tattoo immer sehr cool aus. Echt? Nee, sowas gar nicht meins. Und ich finde die Message dahinter manchmal auch sehr cool. Ja. Aber wie gesagt, für mich sehe ich das nicht so. Was ich gerne mag, sind so ganz filigrane Sachen. Deshalb habe ich mir auch nur eine Linie stechen lassen erstmal. Weil ich so ganz schlanke, unaufdringliche Sachen finde ich ganz cool. Ja, soll ich eine weitere Frage aussuchen? Ja, hau raus. Oh, ja, eine Frage vielleicht. Also hier ist eine Frage. Wie würdet ihr reagieren, wenn während eurer Schulzeit zum Beispiel Corona ist oder wäre? Also wie es momentan halt ist, die Situation. Ja, also wie wir da reagieren würden. Ja, weil wir sind ja nicht mehr in der Schule und viele, also alle von euch sind ja, viele, die meisten unserer Zuschauer sind ja alle noch in der Schule. Ja. Und es betrifft euch ja auch teilweise. Ja. Ja, also, möchtest du beantworten? Ja, ich fange doch direkt an. Ja. Also es würde mich natürlich extrem nerven, denke ich, so wie es alle nervt. Aber ich würde halt Maske tragen, man muss sich ja irgendwie dran halten, ne? Ja, das sowieso. Und das ist auch richtig so. Darüber braucht man, glaube ich, gar nicht diskutieren. Also, darüber braucht man nicht diskutieren. Und ich würde halt einfach versuchen, so ein bisschen das Beste draus zu machen. Weil eure Schulzeit gibt euch keiner zurück. Ich sag nicht, dass es unbedingt die coolste Zeit im Leben sein muss. Ja, aber es kann halt trotzdem ganz, ganz cool sein. So. Und einfach versuchen, das Beste draus zu machen. Abstand halten, Masken tragen, lüften.
Also eigentlich, ich würde mit der Situation in der Schule nicht unbedingt anders umgehen als so auch. Ja, ist, ja gut, wie man damit umgeht, ist ja nochmal eine andere Sache, aber wie man dabei fühlt, das ist ja die Frage. Ach so, ja, also es würde mich, glaube ich, extrem, also es wäre schon belastend, ne, weil so ein Test schreiben mit Maske oder generell halt auch dieser Hintergedanke immer, ne, auch, dass man sich nicht so treffen kann, vielleicht nicht so Lerngruppen haben kann wie vorher oder stimmt, so. Stimmt, ja, das habe ich das noch nie gedacht. Das ist schon eine Belastung, stimmt. Also es ist auf stimmt. jeden Fall eine Riesenbelastung und das ist nicht zu unterschätzen und dann kann man sich ja auch draußen dann nicht mehr so treffen. Also ich stelle mir das super, super schwer vor und hab Chapeau, Hut ab an alle, die das gerade so machen, ne? An euch, dass ihr das so schafft und mitmacht ja. und trotzdem durchzieht. Finde ich cool. Ja, also ich kann mich größtenteils nur an Danja anschließen. Also ich sage nur Respekt, ne? Vor dieser Herausforderung bei vielen von euch in der Schule, das ist echt nicht einfach. Ich kann das echt verstehen, gerade auch jetzt, wo es natürlich einerseits in der Schule auch so ein bisschen ist und auch wenn ihr von der Schule kommt, verstehst du? Also es ist ja nicht so, dass wenn man von der Schule kommt, dass die Sache durch ist, sondern man wird damit oft konfrontiert. Und das ist echt nicht einfach, ne? Und eigentlich möchte man in der Schule ja so ein bisschen abschalten, vielleicht auch mal, was andere Sachen angeht. Das hört sich jetzt komisch an. Aber man kann es nicht so ganz und deswegen wirklich Respekt und Hut ab vor euch. Ihr kriegt das echt super hin. Ich bekomme das ja auch durch die Familie und so ein bisschen mit. Wir haben ja auch in der Familie noch Leute, die in der Schule sind. Und das ist nicht einfach. Aber ich glaube daran, dass ihr das super hinbekommt. Ja. Und wie es zu meiner, also wie es mir gehen würde. Also klar, es wäre nicht einfach, aber ich glaube, dass das Gute an dieser Sache ist, dass man da nicht alleine ist. Weißt du, was ich meine? Ja, auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen im Sinne von, wie es mir im Kopf dabei gehen würde, aber ich glaube, meine Freunde und Klassenkameraden würden mich da, glaube ich, gut, man unterstützt sich da, glaube ich, selber sehr gut. Also wenn ich meine Schulzeit so ein bisschen wiedergeben kann. Ne, deswegen haltet euch an die Regeln und dann schaffen wir das alle schon. Oder, Danja? Richtig. Yes, auf jeden Fall. Danja? Ja, hörst du mich? Ja, jetzt höre ich dich. Okay, gut. Ich habe gesagt, einfach dran halten. Ja, ich habe dich Regeln, gehört. Und dann ich schaffen wir gehört. Das. Und ich habe gesagt, yes, auf jeden Fall schaffen wir das. Okay, so. Ich habe wieder den Tower of Hell geschafft und Danja mal wieder nicht. Aber ich gehe jetzt nicht ins Ziel, weil das wäre fies, weil dann habt ihr nicht so viel Zeit. Ich warte jetzt hier. Okay, möchtest du eine Frage vielleicht stellen oder soll ich, wo ich gerade hier oben bin? Ja, stell du mal. Wenn du gerade fertig bist, dann kann ich noch ein bisschen spielen. Okay, ich guck mal. Vielleicht gibt es eine aktuelle Frage noch mal. Weißt du, dass es total hilft, wenn wir nebenbei Fragen beantworten? Weil ich mich nicht so drauf konzentriere, wie schlecht ich einfach bin. Okay, ich hab zwei Fragen. Ich stelle mal die erste. Die können wir gemeinsam beantworten. Und zwar, es kommt die Frage, was ist mit Familie Vogel? Ja, fang du doch an. Ja, das war klar. ich beantworte das gerne, Leute. Ihr habt natürlich gesehen, dass auf unserem Familie Vogel-Kanal momentan nicht so viel Content kommt. Weil wir einfach auch nicht die Zeit haben, neben Freunde-WG, Familie Zufall, die Challenges und hier spielen wir Apps und Games, auch da Content zu produzieren. Es ist so, dass also Familie Vogel ist auf jeden Fall nicht tot, sagen wir mal so. Und damit meine ich den Kanal. Ja. Ne? Also der Kanal ist nicht tot oder so. Ne? Es wird auf jeden Fall noch die Zeit kommen, wo wir wieder Familie Vogel machen werden. Absolut, ne? Also das möchte ich auch selber. Ich möchte jetzt nicht sagen versprochen, ne? Aber für mich selber möchte ich mir das schon versprechen, dass wir das machen, weil Familie Vogel einfach die coolste Familie in Playmobil City ist. Und dementsprechend sage ich, es kommt irgendwann mal wieder was von Familie Vogel. Wann, kann ich leider nicht beantworten. Ich hoffe nächstes Jahr wieder ein bisschen mehr, aber das werden wir sehen. Ja, so. Es ist halt einfach. Ich weiß, ich habe die Frage jetzt schon fast beantwortet, aber was ist dein Gedanke dazu? Ja, also wir würden halt gerne, aber es ist dann immer so ein bisschen eine Zeitfrage einfach, ne? Der Tag hat leider nur 24 Stunden.
Das stimmt, und davon nehmen wir nicht alle 24 auf. also, wir würden gerne, aber es ist einfach zeitlich momentan überhaupt nicht mehr drin. Wir versuchen, jetzt momentan so viel wie möglich zu machen. Das Spiel mit mir so viel wie möglich zu machen. Und wenn wir es irgendwann mal wieder schaffen, auch regelmäßig wieder Familie Vogel Stories. Ja, absolut. Weil die machen auch super viel Spaß. Ich vermisse auch ein bisschen Julian und so. Julian, Emma, Hannah. Das glaube ich dir. Ja. Kann ich direkt eine weitere Frage stellen? Yes, sure. Und zwar kam die Frage, könnt ihr mehr von eurem Leben zeigen? Also, soll ich direkt mal beantworten? Ja, beantworte mal. Also, warum es momentan so ist, wie es ist. Ja, also, wenn ihr irgendwie so privat, in Anführungszeichen, Sachen sehen wollt von uns, dann ist, glaube ich, das Privateste, was ihr bekommen könnt, bei mir zumindest Instagram. Aber hier auf YouTube ist es momentan nicht wirklich geplant, weil wir halt einfach ein riesengroßes Team sind und wir wollen auch so ein bisschen Privatsphäre uns einfach behalten. Und dementsprechend erstmal nicht. Das ist, glaube ich, so. Aber bei mir gerne bei Instagram oder bei TikTok. Da könnt ihr ein bisschen was Privates sehen. So. Jetzt kannst du, wenn du möchtest. Also du hast die Frage schon sehr gut zusammengefasst. Ich kann sie auch nur bedingt, ich sag mal, anders formulieren. Also der Inhalt ist fast das gleiche. Ne? Also auf YouTube ist das nicht geplant, weil wir ja uns die gewisse Privatsphäre auch behalten wollen. Und das verstehen auch viele von euch oder fast alle. Und okay, wie geht's jetzt hier weiter? Boah, ich finde das super schwer. Mann, ach Mann, Moment, so schlecht. Ja, bei mir ist es tatsächlich sogar so, auf Instagram und TikTok merkt ihr ja auch, mache ich jetzt ehrlicherweise nicht so viel Privates. Instagram fast gar nicht mehr. Habe ich mir wieder vorgenommen, ein bisschen mehr zu machen, aber es ist halt so, dass die YouTube-Videos so viel Zeit in Anspruch nehmen, dass, und die Vorbereitung und so, dass ich für Instagram gar nicht so viel Zeit habe. TikTok macht mir sehr viel Spaß. Da mache ich ja hin und wieder auch Videos, sogar mit meiner Frau. Habt ihr vielleicht da schon gesehen. Also, wer noch nicht auf Instagram oder TikTok war, gerne uns abonnieren. Auch Spiel mit mir Official. Ne? Also, da sind wir überall aktiv oder möglichst aktiv. Oh, danke, jetzt bin ich runtergeflogen. Aber Daniel hat es schon sehr gut beantwortet. Ne? Man möchte sich die bisschen Privatsphäre noch behalten und das ist auch gut so. Ne? Und ich behaupte auch immer, das ist meine Meinung, dass das Privatleben eines Creators nur bedingt interessant werden kann oder bleibt. Ja. Ne? Ab einem gewissen Punkt werdet ihr da auch sagen, boah, reicht. Ne? Dementsprechend dachten wir uns, komm, wir fangen damit gar nicht erst an. Ja. Ne? Bevor wir nur Vlogs oder irgendwas anderes machen. Ja, zumal, wie du das auch gerade schon gesagt hast, so interessant ist es dann ja meistens ist wirklich gar so. Nicht. Also wir nehmen den ganzen Tag Videos auf. Na, und dann gehen wir nach Hause und entspannen zocken. Uns. Ja, zocken. Ja. Möchtest du vielleicht wieder eine Frage stellen? Ja, warte, jetzt stelle ich mal eine Frage. Und ich sehe gerade, ungeschnitten haben wir etwa 33, 34 Minuten schon. Mhm. Also fast die Hälfte. Also wir haben noch Zeit. Also falls euch die Chips oder so, Popcorn ausgegangen sind oder Mozzarella-Sticks, dann holt euch einfach nochmal holen. Ja. Dieser Tower stellt mich vor Probleme. Oh, das weiß ich gar nicht, ob du das selber weißt. In welchem Harry Potter Haus seid ihr? Oh, natürlich weiß ich das. Obwohl. Ich weiß doch nicht. Wie? Und was sind eure Lieblingscharaktere? Ja, komm, los. Du hast doch Harry Potter aber geguckt, oder nicht? Hä, hey, natürlich habe ich das geguckt. Ja, also bitte, los, raus. Ich bin der absolute Potterhead. Also, ich bin ein Ravenclaw. ist das Eva nicht auch? Weiß ich nicht. Ich dachte, Eva war Hufflepuff. Ja, stimmt, Hufflepuff. Ja, ist korrekt. Ja. Und meine Lieblingscharaktere sind Hermine, Minerva McGonagall und... Ja. Draco Malfoy, weil er... Also, er hat... Ron ist auch cool, aber ich finde, Malfoy hat so eine super, super...
coole Rolle in dem ganzen Ding. Also er ist so ein richtiger Anti... Also man kann kaum Sympathie mit ihm aufbauen. Er ist kein Anti-Held. Der Anti-Held ist Snape. Man kann nicht wirklich Sympathie mit ihm aufbauen, aber ich mag ihn. Also ich finde, er ist so... ich weiß nicht. Ich mag ihn sehr. Ich mag auch den Schauspieler sehr gerne. Weil ich finde, dass er das extrem gut rüberbringt. Ja. Ich glaube, damit habe ich die Frage beantwortet. How about you? Ja, also, ich muss mittlerweile sagen, früher war ich klarer Gryffindor. Mittlerweile würde ich sagen, ich wäre wahrscheinlich eher Slytherin. Aber hast du diesen Test noch nicht gemacht? Ja, dieser Test, der sagt doch gar nichts aus, Mann. Hallo? Ich mach das doch ein bisschen, ich mach das professioneller, ich lasse mich darauf ein und denk mir so, hey, ne, wie wäre es in der echten Welt? Also, ich glaube aber tatsächlich, ich wäre ein Gryffindor. Weil so fies kann ich nicht sein. Auch wenn ich fies bin. Aber ich feiere halt total Snape. Mhm, okay. Und Draco. Also die beiden, also ich feiere halt Draco, weil besonders das Ende. Weil man eigentlich merkt, dass er eigentlich nicht so einer ist. Klar, als Kind. Aber da fand ich das noch nicht so krass, wo die halt in die Hogwarts-Schule kam. Ja. Das war halt so typisch. Halt, ne? Ja, aber Draco ist halt auch einfach nur ein Kind, ein richtig anstrengendes, verzogenes Kind. Ja, gut, okay, aber man merkt mit der Beziehung zu seiner Mutter, dass irgendwas Gutes ist auf jeden Fall bei ihm. Ja. Ne? Und auf das finde ich halt am Ende so krass. Und ich finde auch Hagrid super. Ja. Also man kann, glaube ich, festhalten, Harry Potter hat super viele coole Charaktere. Ja. Und bestimmt fällt mir das ein oder andere jetzt nicht ein, aber Snape ist, und Sirius auch. Und besonders, weil er und Snape halt sich gar nicht abkönnen. Ja, genau, das ist das. Ich suche, such mal direkt eine zweite Frage raus, komm. Ja, okay, warte. Ich bin gerade hier, versuche, auch wenn ich den Tower, wobei, ich könnte den Tower vielleicht doch noch schaffen. Wird zwar schwierig, hey Leute. Hier ist eine Frage, die beantworte ich jetzt mal. Du kannst sie ja auch beantworten. Mhm. Und ich beantworte sie sehr ehrlich. Oh, ich habe sie schon wieder geschafft, den Tower. Ja. Ist Kahn immer so laut? Wenn ja, tut es mir leid. Nein, Kahn ist nicht immer so laut. Hallo, ehrlich beantworten. Ja, nein, Kahn ist nicht immer so laut. Kahn eine sehr angenehme Stimmlage haben. Und ist definitiv nicht immer so laut wie in den Videos. Aber er ist schon oft laut. Und es tut auch manchmal ein bisschen weh. Und manchmal bin ich auch immer wieder geschockt darüber, was Kahn für ein krasses Organ hat. Aber nein, er ist nicht immer so laut. Okay, gut. Ja gut, ich beantworte diese Frage nicht. Kahn wollte jetzt eigentlich sagen, doch, ich bin immer laut. Nein, ich kann die ja nicht beantworten. So. Ich suche gerade eine Frage. Yes. Wie viele Fragen habe ich schon? Oh, warum bin ich so ultra schlecht? Das dauert voll lange bei dir. Ja, ich versuche gerade eine Frage zu suchen. Okay. Mal eine etwas andere Frage, aber ich finde das eigentlich auch ganz witzig. Und zwar hat jemand gefragt, wie unsere WhatsApp-Gruppe eigentlich heißt. Ah ja, ist eine gute Frage. Warte mal, wie heißt unsere WhatsApp-Gruppe? Ich kann es dir sagen, es ist ziemlich langweilig. Spiel mit mir, oder? Einfach nur. Und ja, sie heißt, und es sind so schwarze Punkte. Also zuerst ist so ein schwarzer Punkt und dann Spiel mit mir und dann noch so ein schwarzer Punkt. Also wirklich ganz langweilig. Aber du kannst ja zumindest erzählen, welches Bild wir haben.
Das habe ich ausgewählt. Warte. Ach ja. Du musst es aber wahrscheinlich übersetzen. Ja. Also, ich lese es erstmal kurz. Ich zeig's einfach mal, oder? Die ganze Zeit hier Schutz. Kann ich zeigen. Warte. Ja, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ja, kann man. Ich hoffe, du liegst, auch du liegst jetzt hoffentlich keine Nummer oder so. Doch. Hearing my own voice on recording makes me want to apologize to every single person I've talked to. Like, I'm really sorry. Kurze Übersetzung, bitte. Das heißt quasi, meine eigene Stimme zu hören, wenn sie aufgenommen wurde, gibt mir das Gefühl, dass ich mich bei jeder einzelnen Person, mit der ich jemals gesprochen habe, entschuldigen möchte. Also, es tut mir wirklich leid. Weil die Stimme so furchtbar ist. Ja, wenn man die aufgenommen. Aber ich finde, es geht mittlerweile. Ich kann mir eigentlich ganz gut zuhören. Ach, nein, bei mir immer noch nicht. Kannst du dir nicht zuhören? Nein, natürlich nicht. Ich weiß doch nicht. Kann doch hören. Nee, ist schrecklich. Ich geh jetzt mal hier lang, weil die andere Seite hat mir jetzt irgendwie nicht so richtig Glück gebracht. Wisst ihr was? Ich kann das ja alles nicht. So, dann hau mal raus, die eine weitere Frage. Ja. Ich muss sagen, ich bekomme Tower of Fell heute ziemlich gut hin. Ja gut, es gibt immer viele Hilfen, muss ich sagen. Oh Gott, nein, warum bin ich da hingesprungen? Ich bin so blöd. Aber wir schaffen das. Wahrscheinlich wirst du jetzt genau eine Frage auswählen, wo ich gesagt habe, boah, nee, komm, die beantworte ich nicht. Weiß ich nicht. Ich muss jetzt gerade erstmal die... Ich habe die Storys nochmal neu geöffnet, damit die Fragen nochmal neu laden. Oh, machst du pünktlich Feierabend? Ist das so eine Frage? Die du ja, dir weißt du auch, wer die Frage gestellt hat? Ah ja. Ich hasse dich, das ist ja geil. Wer hat die Frage gestellt, kannst du ruhig sagen. Also... Die Frage kommt von dem Account Samira the Kitten. Ja, es ist Sammy, die wissen will, ob ich... Ja. Nein, also es sind die Leute zu Hause. Ne? Sammy und meine Frau wahrscheinlich. Ja. Dann beantworte doch mal. Machst du pünktlich Ja, aber dafür ist es doch sowieso schon zu spät, weil das Video kommt doch an einem ganz anderen Tag online. Aber nein, ich mache heute auch nicht pünktlich Feierabend. Okay. Mal wieder nicht. Oh. Ja, komm, jetzt musst du... das war jetzt zu einfach. Was war zu einfach? Die Frage. Hä? Warum? Du hast einfach die erste Frage ausgesucht. Ich sehe das in den Storys. Das ist nicht blöd. Ich fand die gut. Okay, warte, ich suche. Och man. Wird's was, Danja, oder? Ja, ich muss suchen. Hast du was? Nee, voll schwer. Also es sind halt so Sachen, die wir schon beantwortet haben, ne? Ja. Ja, natürlich, viele Fragen wiederholen sich auch. Das ist auch klar. Okay, hier fragt jemand, was die nervigste Eigenschaft von Khan ist, aber ich würde den Ball einfach mal zurückwerfen und wir sagen einfach mal, was die nervigste Eigenschaft ist. Meine nervigste Eigenschaft? Ja. Nee, du sollst meine nervigste Eigenschaft. Ach, deine! Sorry! Ach, sorry, ja. Deine. Ach, ja, deine! Ja, da fällt mir viel an. Deine nervigste Eigenschaft? Oh ja, eine ist zum Beispiel eben passiert. Was? Wir haben ja neue Möbel für Familie Zufall bestellt. Ja. Und statt diese sozusagen einfach gesammelt aufzubauen, geht dann ja einfach rein und versucht was zu machen. Also ja. Versucht Möbel aufzubauen. Einfach, obwohl sie eigentlich keine Zeit dafür hat, ne? Macht es trotzdem, ne? Ja, und wie sieht es dann am Ende des Tages aus? Jemand muss ihr helfen. Ich habe dich aber gar nicht darum gebeten. Er hat mir einfach freundlicherweise geholfen. Ja, aber das ist so, also es ist positiv nervig. Wisst ihr, was ich meine? Ja, es geht ja also um nervig. Wirklich nervig, nein, gibt's nicht. Aber du stinkst, okay, das ist ein anderes Thema. Aber ja, das ist was anderes. Aber ist auch immer gut, dass das ist so positiv nervig, ne? Also, wenn es gerade um sowas geht. Du kannst etwas nicht unaufgeräumt dalassen, glaube ich. Ja, stimmt. Also es muss immer alles aufgeräumt sein bei Danja. Ja, und zumindest ich sag erledigt. Dann, und ich sag dann immer, Mann, ist egal, komm, wir machen das morgen. Ja, ja? Und dann kribbelt's mir immer voll in den Fingern.
Ja, das ist wie bei mir bei den Videos. Bei mir kribbelt es dann bei den Videos, wenn ich. Da kann ich nicht auf morgen warten. Ja. Ja, aber gut. Und wie sieht's bei mir aus? Sag nichts Falsches. Deine nervigste Eigenschaft. Nein, sag ruhig, alles gut. Muss mal überlegen. Ich werde einfach nur danach mit dir nicht reden. Ja, ist okay. Oh, jetzt bin ich hier schon wieder gestorben. Komm, ich warte noch ein Tower of Hell. Also eins, zwei. Oh Mann, jetzt bin ich runter. Und suche dabei eine Frage aus. Ach, Karns nervigste Eigenschaft. Also. Ich find's voll schwer. Weil du jetzt nicht so. Also. Klar bist du ab und zu mal nervig, so, aber du hast also so eine krasse, ultra nervige Eigenschaft, die sich immer so durchdrückt, hast du halt nicht, die man auch direkt als nervig bezeichnen könnte. Was ich manchmal ein bisschen nervig finde, aber ich glaube, nicht unbedingt nervig, aber es passt nicht zu meinem Tagesrhythmus. Ich bin halt morgens echt immer sehr gut drauf und Kahn ist kein Morgenmensch. Und ich glaube aber, das ist tatsächlich nerviger für ihn als für mich. Das kannst du ja gleich nochmal sagen. Aber ich bin halt morgens immer super gut gelaunt und Kahn gibt sich auch echt Mühe. Aber er ist manchmal einfach echt ein Morgenmuffel. So. Jetzt habe ich es gesagt. Redest du noch mit mir? Ja, alles gut. Nee, ich habe gerade eine Frage geguckt, aber habe jetzt noch nicht sowas. Hey Leute, ich hoffe, ihr konntet Foto machen. Ja, ich bin kein Morgenmensch. Nein. Ich bin eher der Nachtmensch. Ja, das stimmt. Und das ist Danja nicht. Nee, überhaupt nicht. Gar nicht. Danja geht zeitig ins Bett. Sehr zeitig. Ja. Ich habe hier eine Frage. Ich weiß nicht, hatten wir schon öfters, aber ich glaube, wobei, nee. Peinlichstes Erlebnis. Was ist denn dein peinlichstes Erlebnis? Ist immer so eine doofe Frage, aber was ist dir so im Kopf geblieben, was ziemlich peinlich ist? Soll ich anfangen? Ja, fang mal an. Mein peinlichstes Erlebnis war tatsächlich einmal, ist mir in der Schule passiert. Und zwar gab es eine Gruppenarbeit und unsere Gruppe durfte raus. Ne? Das Problem war bei der Sache, dass die Lehrerin mich, also die konnte mich gar nicht ab. Mhm. Gar nicht. Ich sag's auch, wie es ist. Ich war nicht ganz einfach, aber ich war auch nicht anstrengend. Mhm. Ne? Und das war damals dann, also das war schon auf dem Gymnasium, nicht auf der Grundschule oder so. Ne? Ja. Ich glaube, das war sogar in der 7., 8. Klasse. Also ich war jetzt kein kleines Kind oder so. Sie hat uns zur Gruppenarbeit rausgeschickt und hat mich davor voll fertig gemacht. Und das hat mich richtig genervt. So. Mhm. Und wir sind dann rausgegangen und ich dachte, die Tür hinter mir wäre zu. Ja. Und ich habe mich so übelst. Also so richtig über die Lehrerin dann beschwert, oh, ne, dass sie wirklich wahrscheinlich die schlechteste Lehrerin an der Schule ist, was man nicht machen sollte, aber es ist passiert. Und sie war direkt hinter mir und sie hat es mitbekommen und ich habe natürlich dementsprechend meine Quittung bekommen. Eieieiei. Und durfte, glaube ich, 10 Seiten Schulordnung abschreiben. Ja. Peinlich. War auch nicht das letzte Mal, dass ich die Schulordnung abschreiben musste, aber da hatte ich es verdient. Machen? Also, ich weiß gar nicht, hast du mir das schon mal erzählt? Weil es kam jetzt überhaupt nicht bekannt vor, diese Story. Nein, boah, ich glaube, habe ich dir noch nicht erzählt. Wie schnell ging das? Also, bei mir, also, ich bin sehr dusselig und manchmal auch so ein bisschen zittrig. Und ich werde sehr schnell so, ich bin ein entspannter Mensch im Sinne von, mich regt nicht so viel so schnell auf, ne? Aber ich bin sehr schnell nervös. Ich kann das manchmal gut überspielen, aber ich bin einfach ein übelster Dussel. Von daher gibt es bei mir super viele peinliche Sachen. Aber ich glaube, das Peinlichste ist bei mir halt immer noch, als ich über die Ampel gelaufen bin und mir meine Arbeitsuniform leider runtergerutscht ist. Stimmt, das hast du mir erzählt. Ja, da hat war der Rock nicht richtig zu. Oder ist hinten aufgegangen, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall stand ich plötzlich nur in einer Feinstrumpfhose direkt auf der vollen Kreuzung. Das war schon, also
würde ich schon eher Superior peinlich nennen. Also es war schon sehr, sehr peinlich. Also ganz kurz, Anja, wir haben hier Schutz die ganze Zeit schon, ne? Da schreiben uns auch Leute. Das heißt, wir können einfach überall durch. What? Also beim Laser und so musst du nicht drauf achten. Boah, ey, wie blöd bin ich denn eigentlich? Aber warum haben wir diesen Schutz? Hat den jemand gekauft? Ich glaube schon. Also Dankeschön. Danke dafür, falls das einer von euch... Ich glaube, die ganzen Runden schon. Ich hab... Oh nein, ey. Wie blöd bin ich eigentlich? Ich hab die ganze Zeit, ey. Oh, nee. Ja, ich habe auch versucht, drauf zu achten, aber... Ich wurde hier und da jetzt in der Runde achte ich nicht mehr drauf. Nee. Ja, okay. Ich bin doof, ey. Oh mein Gott, wie blöd bin ich eigentlich? Dass ich das nicht mitschneide. Danke. So. Ach, Mann, bei mir wird das heute irgendwie nicht mehr so richtig was. Also bei mir war es eigentlich relativ erfolgreich. Ja, ja. Ich glaube, ich habe 3 oder 4 Stück geschafft heute. Hast du noch eine Frage? Ich gucke gerade. Oh, warum habt ihr Danja und Bianca ausgewählt, in Anführungszeichen, und nicht jemand anderen? War klar, dass diese Frage kommt. Ich habe diese Frage extra nicht gestellt, weil ich keine Lust drauf hatte. Weil ich der Einzige bin, der das jetzt hier beantworten kann, oder was? Korrekt, erzähl mir jetzt doch weil bitte Nina mal. Und Kathi nicht da sind. Ich verschiebe die Frage darauf, wenn Kathi und Nina wieder da sind. Wow. Nein, natürlich nicht. Ja, was ist das? Ja klar, es ist eine berechtigte Frage. Kahn wollte uns eigentlich nicht haben. Hat einfach sich gebeugt im Urteil. Ich war der Einzige, der euch nicht haben wollte. Ja, du bist der mit uns leben muss. Ich glaube, wir haben es auch schon erklärt. Also, man kennt sich oder man hat sich kennengelernt. Ja. Und dementsprechend. Es hat halt so zeitlich bei allen, glaube ich, gepasst gerade. Ja, und auch, also so auch von den Interessen und so. Ne, ja. Man hat sich halt, ne, auch mit Bianca dann mal wieder unterhalten und, ne, und dementsprechend auch. Und mit dir natürlich war es halt so, dass ich. Also durch den Podcast ja darauf auf dich gestoßen bin und dann hat man halt ein bisschen Kontakt, dies, das, tralala. Und dann war man relativ schnell auf einer Ebene. Yes. Also, ich sag halt so, Leute, ne? Wenn wir uns nicht verstehen würden, dann würden wir ja keine Videos aufnehmen. Dementsprechend, glaube ich, ist die Frage geklärt. Und ich glaube, ich behaupte mal ein bisschen, sie machen es auch gar nicht so schlecht. Oh, schönste Kompliment ever. Ja, ist auch das letzte Kompliment. Kein anderes Kompliment wirst du von mir. Das sagst du immer, wenn du irgendwas Nettes sagst. Es kommt dann meistens doch noch irgendwann mal was Freundliches hinterher. Ja, ich glaube, also ich glaube, das ist jetzt der letzte, vorletzte Tower, den wir machen. Ja, ich glaube auch. Weil langsam haben wir die Stunde voll, zumindest Rohmaterial. Oh ja, ist eine interessante Frage. Ja, hattet hau ihr raus. Als Kind eine Zahnspange? Nein. Nein? Hatte ich nicht. Nein, ich hatte... Bei deinen Zähnen? Ja, ich hatte als Kind immer sehr gerade Zähne. Und das hat sich bei mir erst mit den Weisheitszähnen so ein bisschen verschoben alles. Stimmt, das ist ziemlich hässlich geworden. Ja, stimmt. Aber das ist in Ordnung, ne? Ich kann damit gut umgehen. Eigentlich nicht, aber gut. Lassen wir es mal gelten. Kahn, hattest du eine Zahnspange? Ja, aber sowas von. Ich habe das ganze Programm mitgenommen, um ehrlich zu sein. Echt? Ja. Ich habe das ganze Programm mitgenommen. Also ich hatte, ich glaube, in der 5. Klasse habe ich eine lose Zahnspange erst bekommen. Mhm. Die ich 2 Jahre tragen durfte. Und nicht nur nachts, sondern wirklich den ganzen Tag. Ja. Nur beim Essen halt abgenommen. Dann hatte ich 1,5 Jahre eine feste Zahnspange. Mhm. Und bei der festen Zahnspange kam noch dazu, dass ich im oberen Kiefer noch sowas hatte, um, ich weiß nicht, war das für Unterbiss oder Überbiss? Ich habe keine Ahnung. Irgendwas war es auf jeden Fall. Und das war nochmal sehr, 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 sehr belastend in der Zeit. Mhm. Und danach hatte ich noch mal 1 Jahr eine lose Zahnspange. Die musste ich aber nur nachts tragen. Und die habe ich dann, glaube ich, auch 1,5 Jahr nur getragen. Also bitte, falls ihr das habt, tragt es durch. Aber ich habe es nur 1,5 Jahr getragen. Der Kieferorthopäde hat es auch gemerkt. Ne? Und hat das dann, glaube ich, noch 1,5 Jahr verlängert. Aber irgendwann war dann auch vorbei. Ja. Also ich hatte, wie gesagt, keine Zahnspange. Aber ich hatte so ein Korrekturkorsett für den Rücken. Okay, das war zwar jetzt nicht die Frage, aber war klar, dass du sowas jetzt wieder sagen musstest. Ja, ich wollte das jetzt noch erzählen. Ja. Also. Ja. Das war das. So, Danja.
Deine Frage, los, komm. Ja, warte. Frag mich jetzt nicht wieder, ob ich Feierabend mache. So, hier ist Schutz. Wie sieht's bei dir gerade aus? Wie weit bist du? Oh, ich war oben! Tü-tüm. Ja, ich glaube, das ist der letzte Tower heute. Wir haben 5 Minuten. Ja, das ist der letzte Tower. Meine ganz einfache Frage, wie groß seid ihr? Ich weiß gar nicht mittlerweile. Oh, gut, okay. Also ich behaupte mal, dass ich so gute 1,80 bin, 1,79 ungefähr. Nein. Doch. Nein. Wieso das denn nicht? Was soll das denn heißen? Nein. Wo willst du das denn wissen? Ja, du bist nicht viel größer als ich. Ja und, wie groß bist du denn? Ich bin 1,69. Ja und? Du bist doch nicht 1,80. Hä? Du bist doch nicht 1,80. Du bist höchstens 1,75. Nie. Dann doch. Ja. Safe. Du bist keine 1,80. Alles klar. Okay. Wir schauen mal gleich nach dem Video, wie es ist. Bitte ohne Schuhe, ne? Ohne deine Doc Martens da und so. Ja, können wir machen. Ja. Du bist nicht, never. Bist doch. Du? Nein. Ich sag 1,79, 1,78 bin ich auf jeden Fall. Du bist nicht viel größer als ich. Ja, und ich muss ja auch nicht viel größer sein, hallo? Weil du 1,69, 1,70 bist. Das sind 8, 9, 10 Zentimeter. Was denkst du, was das ist? Viel. Ja, dir kommt das vielleicht viel vor, aber das kann schon, weiß ich nicht. Alles klar. Kahn, der gleich rausfindet, dass er 1,74 Meter groß ist. Jo, alles klar. Panik. Wann hast du dich denn das letzte Mal gemessen? Keine Ahnung, vor ein paar Jahren vielleicht. Ja. Und da warst du 1,80? Ja, 1,79, 1,80. Okay, na gut. So, komm, vielleicht. Ich suche eine letzte Frage noch raus. Ja, such mal. Ich würde hier gerne auch mal was reißen heute. Ja, komm, ich mach gar nichts mehr. Ich chill jetzt hier. Falls jemand noch Fotos machen will, ich bleib jetzt hier unten. Dann können alle noch Fotos machen. Ich suche jetzt mal hier noch eine schöne Frage raus. Yes. Verschwindet das? Hä? Ach man. Ist das eine Frage? Nein, noch nicht. Warte, ich suche. Gestellt. Ich suche gerade. Also viele Fragen wiederholen sich, um ehrlich zu sein, was überhaupt nicht schlimm ist, Leute, aber... Also ich hätte hier noch eine, die fand ich nicht ganz so schlecht. Ob wir lieber fliegen oder teleportieren könnten. Okay, zwei Fragen noch. Erste Frage, also eine, also damit hast du eigentlich nicht mehr so viel zu tun dann, ja, aber ich habe keine andere mehr gefunden. Ja, ja. Du kannst sie ja vielleicht für mich beantworten. Warum hat Kahn so oft eine Mütze auf? Soll ich sie für dich beantworten? Ja, kannst du ruhig. Kahn hat eine Mütze auf, wenn seine Haare zu lang werden und er keine Lust hat, sie zu stylen. Und außerdem ist gerade Herbst, da darf man Mützen tragen. Außerdem stehen Kahn-Mützen sehr gut. Oh, danke! Sehr schön. Ich höre zwar immer eine andere Meinung, aber gut. Nee, finde ich gar nicht. Also ich finde, so Beanies kannst du gut tragen. Gut, sehr schön, das gefällt mir. Ja, das ist richtig. Richtig. Ja, ist richtig. Ich habe keine Lust morgens, das dauert mir zu lange. Weil ich sonst ja eigentlich auch Locken habe und ich die dann immer versuche, so möglichst vernünftig zu stylen. Weil Locken, also meine Locken stehen mir nicht so. Ich weiß, Locken sind cool und so, aber mir stehen die nicht so. Ach, jetzt bin ich schon wieder gestorben. Ja, okay. Komm, letzte Frage hier von unserem 1 Stunden Tower of Hell Marathon. Wie können
wir euch in Roblox unterstützen? Das ist wirklich eine Frage. Danja, wie geht ja. das denn? Oh, gute Frage. Also ihr könnt uns natürlich erstmal abonnieren, ne? Schön kommentieren und unsere Videos schauen. Das reicht uns ja, eigentlich das schon ist eigentlich komplett schon alles, als Unterstützung. Was wir an, alles an Unterstützung, was wir eigentlich möchten oder worüber wir uns freuen, ist, wenn ihr unsere Videos einfach schaut. Genau. Und dann gibt es noch diesen einen kleinen Bonus. Der wäre richtig. Was? Richtig. Also falls ihr euch sowieso Robux kauft, also diese Ingame-Währung von Roblox, ne? Die muss man sich mit echtem Geld kaufen. Von daher, das heißt, fragt vorher das eure heißt, Eltern. Ja, das heißt, genau. Fragt vorher eure Eltern. Falls ihr das tun solltet, nicht einfach wegen uns, sondern einfach, weil ihr das dürft, möchtet oder eure Eltern das erlauben, dann könnt ihr in diesem Kauffenster den Code SPIEL mit eingeben. Ja. Und dann bekommen wir quasi 5% von dem Wert, für den ihr Roblox gekauft habt, ab von Roblox. Ja, also für euch, also ihr gebt nicht 5% ab. Ja. Ja, also nicht falsch verstehen. Für euch gibt es nicht mehr Kosten oder so. Wenn ihr genau. 15 Euro oder 10 Euro Guthaben da kauft, dann habt ihr das. Ne? Aber wenn ihr Spiel mit noch eingeben würdet, in diesem Fall, dann sagt Roblox, hey, das sind Fans von Spiel mit mir. Das heißt, ja. Die spielen vielleicht auch Roblox wegen Spiel mit mir gerade auch. Und ja. dementsprechend belohnen wir Roblox, das Spiel, den Kanalspiel mit mir, Kahn und Danja und Nina, mit einer Art, ja, Provision. Aber für euch genau. hat das überhaupt keine Auswirkung. Ihr zeigt genau. damit eigentlich nur, wen ihr gerne unterstützen würdet, ohne dass ihr dafür mehr bezahlt. Versteht ihr, was wir meinen? Ich glaube schon, oder? Ja. Also das ist der sogenannte Starcode. Genau. Das gibt es ja so. Auch bei anderen Spielen. Ne? Oder anderen Entwicklern. Ja. Bei Fortnite ist das, glaube ich, so ja, am Beispiel. Gängigsten mit dem Creator-Code. Richtig, es ist nichts anderes als das. Ja. Genau, Leute, das war hier eine Stunde Tower of Hell. Es war gar nicht so schlimm, oder? Nee, es war überhaupt nicht schlimm. Also ja, durch dieses Fragen beantworten nebenbei ja. ließ sich das total gut machen, ne? Fand ich auch. Sollten wir vielleicht öfters machen. Wir werden bestimmt auch mal hier und da bei Spiel mit mir bei Instagram ankündigen, wann wir online gehen bei Tower of Hell oder anderen Spielen. Yes. Bei Adopt Me, versteht es nicht falsch, machen wir es nicht, weil sonst können wir das Video gar nicht abdrehen. Ja. Ab und zu passiert es ja so, dass ihr uns bei Adopt Me oder in Adopt Me City erwischt und das ist auch cool, ist überhaupt kein Problem. Ja, freuen wir uns auch drüber. Aber wenn wir das immer ankündigen würden, dann sieht es so aus wie hier. Ja. Das ist überhaupt nicht schlimm, aber ihr wisst, was wir meinen. Ja. Okay? Richtig. So, ich glaube, that's it for today, right? Ja, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, für die Personen, die jetzt noch da sind. Ihr wisst jetzt ein bisschen mehr über uns. Ja, und sehr viel mehr. Ja. Falls es euch Spaß gemacht hat, gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren und dann, ja? Sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. Hast du schon mal darüber nachgedacht, mit YouTube aufzuhören? Hey Leute, was geht? Kahn hier bei Spiel Maps und Games und Leute, ich bin wieder im Studio angekommen. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, ist gestern kein Video online gekommen, weil wir gestern nicht im Studio waren und da auch kein Video geschnitten hatten. Aber heute bin ich wieder im Studio, alleine noch. Danja konnte leider noch nicht. Ist aber kein Problem, vielleicht im Laufe der Woche oder nächste Woche, also macht euch da keine Sorgen. Ich wollte das neue Jahr natürlich starten mit einer Tower of Hell Challenge. Na, also es ist jetzt keine wirkliche Challenge, aber ich möchte mit Tower of Hell starten und es wird auch ein langes Video heute. Es gibt wieder ein Q&A. Ihr habt mir die Fragen bei Instagram gestellt, bei spielmir_official und die möchte ich heute auch mal beantworten. Und wir starten auch direkt mit der ersten Frage und auch mit Tower of Hell. Es wird ein langes Video. Holt euch was zu essen, was zu trinken, ne, falls ihr das noch nicht gemacht habt. So, dann gucken wir mal, was wir dann für Fragen haben. So, Frage Nummer 1. Ich habe auch schon ein paar interessante Fragen, glaube ich, auch gesehen. Es kommen ganz viele. Also, vielleicht die erste Frage. Was hast du Silvester gemacht? Also, tatsächlich war ich Silvester zu Hause, wie jedes Jahr. Also, ich muss tatsächlich sagen, für mich war dieses Jahr Silvester nicht wirklich anders. Weil ich bleibe sowieso immer zu Hause. Und ich gehe auch nicht raus. Und dieses Jahr sollte man das ja sowieso nicht machen. Deswegen hatte ich damit überhaupt kein Problem. Und fand das eigentlich sogar ziemlich gut. Ne? Warum? Da komme ich auch gleich zur zweiten Frage, die gestellt wurde. Aber wie gesagt, Silvester, ich bin gut ins neue Jahr gekommen. Ich glaube, viele Fragen waren auch, was ich jetzt über Silvester und wie ich Silvester gefeiert habe. Also, ich feiere Silvester eigentlich jedes Jahr, wenn überhaupt, relativ klein. Und dieses Jahr gar nicht. Ne? Also, ich habe es zu Hause mit meiner Frau gefeiert und Samira. Also war das eigentlich wie
Wow, was passiert? Was passiert hier? War es eigentlich wie jedes Jahr auch? Ich überlege gerade mal. Ich glaube tatsächlich sogar, dass ich kurz nach 12 schon im Bett lag. Also ich glaube so gegen 1, 2 war ein bisschen am Zocken. Ja, und dann war es eigentlich auch schon vorbei. Ich glaube, meine Frau war schon am Schlafen, kurz nach 12. Ich habe noch ein bisschen gezockt und das war es eigentlich. So, und dann gab es auch noch eine Frage, hatte ich eben schon gesehen. Wie ist das mit Samira? Ne, mit Böller und Raketen. Und natürlich gab es dieses Jahr immer noch, hey, Leute, die halt, wie gesagt, privat das mit Raketen und Böllern gefeiert haben. Auch wenn natürlich in etwas kleineren Kreisen, hoffentlich. Im ersten Jahr tatsächlich, wo wir Samira hatten, hat ihr das nicht so gefallen. Also wir sind immer Silvester eigentlich zu Hause, seitdem wir Samira haben. Oder seitdem wir bei Samira sein können. Und es ist so, dass sie im ersten Jahr nicht so gut drauf klargekommen ist. Sie hat jetzt nicht super viel Angst gehabt, aber man hat schon gemerkt, dass es etwas Neues ist. Es war ja auch was Neues für sie. Und es hat ihr nicht so gefallen. Das hat man wirklich gemerkt. Seit dem zweiten Jahr ist es tatsächlich so, wirklich, seit dem zweiten Jahr, also seitdem sie das einmal miterlebt hat, kommt sie darauf voll klar. Also dieses Jahr war es auch so, sie war die Erste am Fenster. Wirklich. Also sie wollte auch die ganze Zeit zum Fenster hochspringen und hat das auch beobachtet. Sie war auch lange wach, also mit mir gemeinsam. Und hatte damit aber überhaupt kein Problem. Also ich weiß, dass das bei Haustieren, gerade bei Hunden, wirklich sehr, sehr gefährlich sein kann. Deswegen bin ich auch mittlerweile kein Freund mehr von so Raketen und Böllern. Ja, weil ich weiß, dass das halt gerade für Tiere auch nicht so gut ist. Ich war aber ehrlicherweise nie so der größte Fan von sowas. Ne? Klar, als Kind, als Jugendlicher war das noch ein bisschen was anderes. Das kann ich auch verstehen. Und ist auch in Ordnung. Aber mittlerweile bin ich halt so, na, muss nicht sein. So, genau, das dazu. So, die Zeit ist gleich sowieso vorbei. Ich gucke mir mal eine neue Frage an. Ich habe jetzt mal die Frage, etwas, eine ganz andere Frage. Und zwar, wie kommst du auf den Namen Kahn-XY? Ne, so heiße ich ja hier auch bei Roblox und auch bei Instagram, bei TikTok. Tatsächlich habe ich mir jetzt nicht so viele Gedanken über diesen Namen gemacht. Warum XY? Eigentlich, man nimmt ja XY, weil das sozusagen, man kann es ersetzen, wie man möchte. Ne? Das heißt, mein zweiter Name auf Instagram oder woanders könnte XY sein. Es könnte jeder Name sein. Versteht ihr, was ich meine? Ich möchte damit einfach nur sagen, so, hey, ne, ich kann alles sein, was ich will. Und das meine ich auch vom Namen her. Versteht ihr, was ich meine? Ich glaube schon. Okay. So, die Zeit ist gleich wirklich vorbei. Eine persönliche Frage. Doch, ich habe dich gesehen. Wann hast du geheiratet? Aber siehst das bestimmt eh nicht. Ich weiß gar nicht, habe ich das schon mal beantwortet? Möchte ich das beantworten? Ja, ich beantworte das, kein Problem. Ich habe geheiratet, glaube ich. Glaube ich. Ich hoffe, meine Frau sieht das jetzt nicht. So, oh, schon ein neuer Tower. Ich glaube 2015. Ja, 2015 müsste es sein. Im Mai habe ich geheiratet. Und da war ich 24 war ich da, wo ich geheiratet habe. Ja. Es sind auch gerade viele Zuschauer von euch dabei. Ich kann euch jetzt nicht alle grüßen, aber ich grüße euch jetzt hier. So, eine weitere Frage. Wann hast du Geburtstag? Im September. Warum ist gestern kein Video gekommen? Also weder bei Spiel mit mir noch bei Spiel mit Apps und Games. Und das ist tatsächlich etwas Historisches bei uns. Also es gab es, glaube ich, zumindest bei Spiel mit mir und Spiel mit Apps und Games seit Jahren nicht mehr, dass an einem Tag kein Video kam. Aber wie gesagt, es war einfach dem geschuldet, dass gestern keiner von uns da war und es auch nicht ging. Ne? Und auch sozusagen in der Urlaubszeit wir jetzt keinen zwingen wollten zu sagen, hey, wir brauchen da ein Video, sondern wir haben halt so viel vorproduziert und es war so anstrengend, ne, dass wir einfach die Pause brauchten und auch sozusagen die Pause von einem Tag YouTube, ne, musste dann auch mal sein. Ich glaube, das ist aber nicht so schlimm. Wie gesagt, heute kommt dafür ja dieses längere Video hier, Tower of Hell. Auch wenn ich mich nicht so gut anstelle bei Tower of Hell, muss ich sagen. Ich bin so schlecht. Zumindest beantworte ich ein paar Fragen, finde ich. Ich finde das gar nicht so schlecht. Ich glaube, das findet ihr auch nicht schlecht. Das ist auch eine coole Frage. Wie wärst du, wenn du Lehrer wärst? Na, ich habe ja letztens schon in einem Q&A beantwortet, das war, glaube ich, auch bei Tower of Hell. Oh, hier ist auch jetzt, können wir höher springen. Also ich habe ja
Ich wollte ja ganz gerne ins Lehramt, ne, beziehungsweise ich wollte Lehrer werden. Ne, ich bin noch kein Lehrer oder so, oder könnte es jetzt auch nicht werden. Ich müsste dafür mein Studium noch fortführen. Ich habe aber früher auch geradezu, bevor ich noch YouTube angefangen habe, Nachhilfe gegeben, ehrenamtlich. Und ich bin ziemlich streng, muss ich sagen. Also ich wäre gar nicht so, also ich wäre schon, ich glaube, ich ein lockerer Lehrer, aber ich wäre auch sehr streng. Aber ich bin auch sehr streng zu den Leuten, wo ich weiß, dass halt sehr viel Potenzial da ist. Ne? Und mit den Schülern, mit denen ich gearbeitet habe, die hatten halt immer sehr viel Potenzial. Und die haben sich dann auch immer verbessert. Und das fand ich sehr gut. Aber ich war immer sehr streng. Und ich glaube, als Lehrer wäre ich auch sehr streng. Aber ich wäre auch ein Lehrer, der Freitag in der 6. oder 5. Stunde Musik mitbringen würde. Ne? Und wir würden Memes machen im Unterricht. So ein Lehrer wäre ich dann aber auch. Weil ich meine, ich hätte mit YouTube nicht angefangen, wenn ich halt nicht die Person für sowas wäre. Versteht ihr, was ich meine? Oha! Wenn ich die Person für sowas wäre. Ne, ich würde auch meine Methode als Lehrer würde ich auch so machen. Ne, also, ich wäre streng, aber ich glaube, ich wäre auch cool. Ne? Also, ich wäre für jeden Spaß zu haben. Und ich wäre auch ein Lehrer, den man mit Vornamen ansprechen könnte. Weil das fand ich immer richtig cool früher. Und ich habe gesagt, wenn ich Lehrer werden sollte, dann werde ich das auch machen. Es gibt natürlich auch Schulen, wo das allgemein so ist, aber jetzt an den Schulen, wo ich war, da wurde halt immer gesiezt. Ne? Aber ich würde auf jeden Fall duzen. Egal welche Klasse. Ne? Und da brauchen wir auch nicht Leute kommen im Sinne von, ja, das hat mit Respekt und so. Nein, das hat damit gar nichts zu tun. Ob du jemanden siehst oder duzt, ne? Das zeigt nicht, ob du vor jemandem Respekt hast oder nicht. Gar nicht. Ne? Du kannst auch jemanden nicht mögen, wenn du ihn siehst. Und das auch, ich sag mal, zur Geltung bringen. Versteht ihr, was ich meine? Ich glaube schon, oder? Oh ja, auch coole Frage. Du magst ja Katzen, aber hast du auch eine Lieblingshunderasse? Ich schreibe mal ganz kurz hier. Hey. Ich bin so schlecht in Tower of Hell gerade. Aber gut. Lieblingshunderasse, also tatsächlich. Also ich mag Hunde auch sehr gerne. Ob ich jetzt selber einen Hund holen würde oder adoptieren würde, ich glaube nicht. Ich könnte wahrscheinlich es nicht einhalten, morgens früh mit dem Hund Gassi zu gehen oder so. Und das möchte ich natürlich dem Hund nicht antun. Ist halt einfach so. Bei Katzen, bei unserer Katze zu Hause, bei Sammy, bei meiner kleinen Tochter ist das ja was anderes. Ne? Das ist ja eine Hauskatze, eine Wohnungskatze, die möchte ja gar nicht raus. Aber zur Frage zurückzukommen. Ja, tatsächlich habe ich eine Lieblingshunderasse. Und zwar ist das, das weiß auch Eva, der Beagle. Eva hat ja auch einen Beagle, der Kurt. Und das ist so meine Lieblingshunderasse. Aber ich muss halt sagen, ich mag sehr viele Hunde. Also so Hunderassen finde ich alle immer sehr, sehr, ich finde alle sehr cool, sehr schön. Also cool im Sinne von, ne? Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Ich finde auch zum Beispiel, es gibt auch, ich weiß nicht, ob das alle kennen, aber die vielleicht auch schon mal in der Türkei waren oder aus der Türkei kommen oder die Eltern. Und zwar der Kangal. Das sind so ganz, das sind, glaube ich, so türkische, also es sind so türkische Schäferhunde. Werden auch richtig groß, aber die sind halt sehr beschützend. Die Hunde mag ich auch sehr gerne. Ja, Golden Retriever. Aber ganz viel eigentlich. Also. Ich finde Hunde auch sehr, sehr schön. Und ich kann verstehen, dass Hunde auch ein Teil der Familie sind. Genau wie alle anderen Haustiere, die man eine gewisse Zeit hat. Das ist einfach so. Das kann auch jeder bestätigen, der ein Haustier hat. Teil der Familie. Ob es ein Hamster ist, eine Katze, ein Hund, das ist egal. Für mich ist das ein Teil der Familie. Punkt. So, ich habe den Tower natürlich wieder nicht geschafft, aber dafür ein paar Fragen. Was ist dein Lieblingslied? Boah, habe ich momentan ein Lieblingslied? Ich guck mal bei Spotify. Wartet, ich schau mal bei Spotify gerade. Da gibt's ja auch immer die Top 20 Songs. Also mein Top-Song aus dem letzten Jahr war von Apache Bläulich. Also ich habe viel Deutschrap letztes Jahr gehört. Mein Lieblingslied ist tatsächlich schon seit paar Jahren von Travis Scott, Highest in the Room. Ich weiß nicht, das höre ich immer wieder. Das höre ich immer wieder. Aber sonst, ich höre eigentlich alles, was sich gut anhört. Hast du einen zweiten Namen? Nein, habe ich nicht. Ich
Ich wünschte aber, ich hätte einen. Hey Leute, vielleicht kennt ihr das Roblox-Star-Programm. Da sind wir auch Teil von. Ihr könnt einfach, wenn ihr sowieso schon Robux kauft, nachdem ihr das Einverständnis eurer Eltern bekommen habt, hier klicken, den Code Spiel mit eingeben, den hinzufügen und dann unterstützt ihr uns. Hast du zu Hause auch Weihnachtsgeschenke bekommen? Was meint ihr denn? Vielleicht für die Personen, die vielleicht schon mehr Videos von mir geschaut haben oder von uns. Was meint ihr denn? Meint ihr, ich habe zu Hause Geschenke bekommen? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich werde es am Ende des Videos beantworten. Okay? Am Ende des Videos. Welches Spiel spielt ihr in Roblox, wenn wir jetzt mal nicht aufnehmen? Das ist wirklich sehr interessant. Tatsächlich ist es so, wenn wir nicht aufnehmen, zocke ich jetzt nicht super viel Roblox, muss ich ehrlicherweise sagen. Ne? In den letzten Monaten jetzt auch gerade, wo wir zu Hause waren, über Weihnachten, sehr viel Among Us. Ich habe das meiner Frau auch beigebracht. Dann haben wir das zusammen gezockt. Das war wirklich sehr, sehr witzig. Okay, habe ich geschafft. Aber wenn es tatsächlich außerhalb der Aufnahme ist, ist es Tower of Hell. Ich mag wirklich sehr, sehr gerne Tower of Hell spielen. Oder Obis, die wir halt noch nicht kennen, aber das machen wir dann meistens in der Aufnahme. Aber wenn ihr mich fragt, ne, dann würde ich täglich tatsächlich ein Video machen, wo wir Tower of Hell spielen. Weil das macht mir irgendwie Spaß. Ich weiß nicht wieso. Vielleicht, weil es halt so schnell ist, ne, weil immer wieder neue Türme dazukommen und dementsprechend ich das so eine schöne Herausforderung, also für eine schöne Herausforderung finde. Och nö, warum denn jetzt? Oh. So. Tower of Hell. Okay, wir machen mal weiter. Sind wieder neue Fragen dazugekommen. Ja, Danja ist gerade nicht da, aber sie hat anscheinend die Zeit, mir eine Frage zu stellen. Warum bist du so schlecht bei Roblox? Ich glaube, die Frage brauche ich nicht beantworten. Das weißt du, Danja. Weil du noch schlechter bist. Samira stellt mir auch ein paar Fragen. Was ist dein Lieblingsspiel? Spielen wir später Among Us? Stellt wahrscheinlich meine Frau. Bist du früher gern zur Schule gegangen? Ja, okay, warte. Ich habe letztens jetzt geantwortet, dass auch in einem Q&A, dass die Schulzeit die beste Zeit war. Tatsächlich war es so, dass in der Zeit, wo ich zur Schule gegangen bin, ich jetzt nicht super gern zur Schule gegangen bin. Aber ich habe jetzt nicht geschwänzt oder so. Ne? Auch, ich glaube, wir haben einmal gemeinsam als Klasse geschwänzt. Das war's. Ich bin natürlich nicht immer gerne zur Schule gegangen. So ehrlich muss ich sein. Im Nachhinein kann ich jetzt natürlich sagen, glaubt es mir, es ist die beste Zeit. Ne? Aber das lernt man leider erst immer danach! Mann! Aber ich gehe, also, ja, es ist schwierig. Es kam ein bisschen auch auf den Unterricht an. Ich hatte Lehrer, schreibt das mal bitte in die Kommentare, wenn das bei euch auch so ist. Ich hatte Lehrer, gar nicht unbedingt Fächer, wo ich gerne hingegangen bin. Natürlich hatte man ein Lieblingsfach wie Sport oder so, oder vielleicht Geschichte fand ich auch immer ganz interessant. Aber der Lehrer hat das Fach halt interessant, finde ich, immer gemacht. Ne? Also auch ein cooler Physiklehrer, auch wenn ich Physik gar nicht mochte, dann habe ich es vielleicht gemocht, in diesen Unterricht zu gehen. Und ich bin gerne zur Schule gegangen, wenn ich gute Lehrer hatte. Und ich glaube, das ist auch heutzutage immer noch ganz wichtig. Ich glaube, wenn der Lehrer oder die Lehrerin gut ist und der Unterricht Spaß macht, dann kannst du auch dein Hassfach bei dieser Person haben und der Unterricht macht dir in irgendeiner Art und Weise Spaß. Glaube ich zumindest daran. Ne? Ich wollte ja Geschichtslehrer und... Boah, ich muss mich kurz konzentrieren. Aha! Okay, ich bin jetzt hier oben, auch nicht schlecht. Ich wollte ja Geschichtslehrer und Deutschlehrer werden und vielleicht dann noch Sport. Und ich glaube, das könnte man auch interessant gestalten. Es gibt natürlich auch Lehrerinnen und Lehrer, die das vielleicht nicht so interessant gestalten und sich einfach nur an die Bücher halten und da vielleicht auch keine neue Methode zum Lernen irgendwie beibringen möchten. Ist auch okay, ne? Aber ich war nie so der Fan davon. Also ich glaube, ich bin gerne zur Schule gegangen, oder ich würde das mal neutral bewerten, aber die Lehrerin oder der Lehrer hat es halt bei mir ausgemacht. Das habe ich ganz stark gemerkt. Und ich war in den Fächern auch stark, wo ich, ich hatte in Chemie zum Beispiel ein Jahr mal eine 4 oder eine 5 auf dem Zeugnis und im nächsten Halbjahr oder im Jahr, wenn dann eine neue Lehrerin oder ein neuer Lehrer kam, wo ich Spaß hatte, hatte ich auf einmal eine 2 oder eine 1. So, versteht ihr, was ich meine? Also vielleicht könnt ihr das auch so ein bisschen nachvollziehen. Es kommen noch mal viele Fragen zu Musik.
Die kann ich nochmal stellen. Also beantworten, sorry. Magst du Rap? Tatsächlich, ja, ich mag Rap. Ich mag auch sehr, also Hip-Hop allgemein bin ich ein großer Fan von. Sei es türkischer Hip-Hop, amerikanischer Hip-Hop, französischer Hip-Hop, deutscher Hip-Hop, so. Da höre ich eigentlich alles so, ey, was ist denn los heute bei Terrorfell? Ich bin so schlecht, sorry Leute, es tut mir leid. Ja, ich mag Rap, auf jeden Fall. Ob ich jetzt so einen, ich sag mal, Lieblingsrapper oder so habe, nein, eigentlich nicht. Also, es gibt so viele Künstler mittlerweile, die gute Musik machen. Also, ich brauche mich da auch, glaube ich, gar nicht entscheiden. Also, ihr auch nicht. Ne? Aber ich höre auch sehr gerne Rock. So besonders so die Klassiker von Metallica oder Nirvana. Linkin Park, das war halt so richtig meine Generation. Also, die ganzen Lieder von denen waren halt richtig, sind immer noch, höre ich immer noch sehr gerne In The End. Also das sind für mich richtige Klassiker. Ja, und sonst, ja, alles, was so den Ohren gut tut, glaube ich. Ne? Ich bin jetzt so kein Fan von Schlager oder sowas. Ne? Aber ich glaube, ja, aber auch das kann ich verstehen, warum man das hört. Macht halt gute Laune. Kann ich alles verstehen, wirklich. Oh ja, noch eine Frage. Würdest du dir später noch eine Katze holen? Also tatsächlich ist es so, dass wir schon mit dem Gedanken gespielt haben, für Samira eine Schwester oder einen Bruder ins Haus zu holen. Es ist einfach momentan so, dass, finde ich, unsere Wohnung noch nicht so viel Platz bietet, dass wir halt eine zweite Katze holen könnten. Weil ich möchte auch, dass, wie es halt auch bei uns Menschen ist, dass auch eine Katze einen Rückzugsort hat. Ne? Ich weiß, dass man dafür jetzt kein eigenes Zimmer unbedingt braucht, aber trotzdem, ne, ich möchte jetzt nicht alleine schon das Katzenklo. Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass Samira nicht in der ersten Zeit alles teilen möchte. Sei es ihr Kratzbaum oder das Katzenklo oder auch Schlafplätze. Und dementsprechend würde ich es gerade nicht toll finden, wenn dann die andere Katze gemobbt wird. Das gibt es ja auch bei Tieren. Ne? Und das möchte ich nicht. Und dementsprechend, ja, ich würde ganz gerne eine zweite Katze adoptieren. Höchstwahrscheinlich aus dem Tierheim. Samira hatten wir jetzt nicht aus dem Tierheim, aber bei der zweiten Katze definitiv. Das ist der Plan. Das möchte ich ganz gerne machen. Aber wahrscheinlich erst zu einem späteren Zeitpunkt. Aber doch, auch schon alleine aus, natürlich auch aus dem Grund, also warum eine zweite Katze, nicht weil ich sage, oh mein Gott, ich möchte nochmal ein Kitten haben oder so. Nein, absolut nicht. Sondern ich möchte einfach, dass Samira nicht alleine ist. Ne? Ich meine, ich arbeite viel, ne, bin oft hier in den Studios, meine Frau arbeitet auch, so dementsprechend haben wir halt manchmal nicht so viel Zeit für Samira und das finde ich sehr, sehr traurig. Ich weiß, mittlerweile hat sie sich schon dran gewöhnt, aber ich merke das halt besonders jetzt auch zu Weihnachten, wo wir zu Hause waren und halt viel Zeit mit ihr verbracht haben. Sie mag halt Interaktion sehr, ne, sei es jetzt mit Menschen, aber ich gehe auch davon aus mit Katzen oder mit anderen Tieren, ne? Glaube ich schon. Wie stellst du dir, heute kommen richtig gute Fragen, muss ich sagen. Wie stellst du dir deine Zukunft vor später? Wieder so eine richtig, weiß ich nicht so. Also, tiefgehend, versteht ihr? Real Talk. Tatsächlich, ich weiß nicht, wie ich mir meine Zukunft vorstelle. Natürlich ist meine Zukunft weiterhin so, dass ich liebend gerne noch weiter YouTube machen möchte. Also ich hoffe, dass ich in den nächsten Jahren weiterhin noch auf YouTube aktiv bleibe, so wie ich es jetzt bin. Das ist schon mein Wunsch. Sonst glaube ich, gerade auch viele Fragen kommen auch zu der momentanen Situation, die halt auf der Welt herrscht. Ne? Und ich glaube, da brauche ich nicht sagen, dass ich hoffe, dass wir sozusagen alle, die gesamte Welt, ne, irgendwie jetzt gut da rauskommen. Und das kann noch lange dauern. Weiß ich nicht. Ich bin kein Arzt oder so. Ne, ich vertraue da auf die Experten.
So, ich hoffe, dass wir einfach gesund bleiben, alle. Ne? Oder möglichst gesund bleiben. Das wäre schon mein Wunsch für alle. Ne? Auch für euch, für eure Familien, Freunde. Das ist schon wichtig. Das ist schon wichtig. Ja. So, das stelle ich mir für meine Zukunft vor. Gesundheit. Und YouTube. Was ist euer Lieblingsfeiertag? Gute Frage. Leute, heute kommen richtig gute Fragen. Ich freue mich, auch wenn ich in Tower of Hell heute nicht so gut bin. Ihr merkt, ich reg mich gar nicht so auf, weil es kommen richtig gute Fragen und das gefällt mir. Tatsächlich, also, Weihnachten ist ein Feiertag, den ich wirklich sehr, sehr gern habe hier bei uns. Auch wenn ich den selber nicht feiere. Ne? Oh, und damit habe ich eigentlich schon die Frage beantwortet, ne, ob ich Geschenke bekommen habe oder nicht. Also ich habe keine bekommen, weil wir kein Weihnachten feiern eigentlich. Hier so die Bescherungen bei YouTube und so, das machen wir sehr gerne. Ne, das mache ich sehr gerne mit Danja, Eva, Claudio, Bianca, René. Das mache ich wirklich sehr, sehr gerne. Ne, zu Hause, nein, feiern wir kein Weihnachten. Jetzt habe ich schon wieder die Frage vergessen. Was war denn die Frage? Lieblingsfeiertag, genau. Also Weihnachten, ne? Einfach auch aus dem Grund, weil dann alle zu Hause sind einfach. Ne? Und klar, dieses Jahr oder letztes Jahr war es jetzt ein bisschen etwas anders. Ne? Aber auch das ist etwas Besonderes. Und sonst, tatsächlich mein Lieblingsfeiertag ist das Zuckerfest. Das ist das Fest nach der Fastenzeit bei uns Muslimen. Das wusstet ihr ja, ich habe es jetzt noch nie so jetzt wirklich kommuniziert oder so, aber ich finde, das ist auch jetzt gar nicht wichtig, ne? Aber ich mag das Zuckerfest wirklich sehr, sehr gerne. Das ist so, ne, für mich und meine Familie wirklich ein tolles Fest immer. Ne, nach der Fastenzeit und so. Einfach das dazu. Ne, aber ich mag auch Weihnachten sehr. Weihnachten und das Zuckerfest. Wie heißt du mit Nachnamen? Das werde ich nicht sagen. Ich glaube, das könnt ihr auch verstehen, wieso. XY. Könnt ihr euch alles vorstellen. Samira hat wirklich sehr viele Nachrichten geschrieben. Bestes Kindheitserlebnis. Also Erlebnis in der Kindheit. Ich glaube, das hatte ich auch schon erzählt bei Spiel mit mir. Also tatsächlich war es dieser Tag, wo ich Mario Kart gezockt habe. Bei meinem Onkel und bei meiner Tante und den ganzen Tag, das war ein Tag vor Karneval, das war wirklich ein sehr, sehr, ich weiß nicht warum, das war so ein cooler Tag. Und sonst tatsächlich muss ich sagen, dass meine Kindheit und meine Jugend sehr vom Fußball geprägt war. Also wie ihr wisst, ich spiele ja sehr gerne Fußball und in der Kindheit und Jugend habe ich das tatsächlich noch häufiger gemacht als jetzt. Also das war wirklich so. Neben der Schule gab es nichts anderes. Also ich würde auch sagen, tatsächlich bei mir kam Fußball als erstes und dann die Schule. Natürlich habe ich die Schule erfolgreich beenden können und auch gut, ne? Und habe auch das Abitur geschafft. Aber Fußball war für mich immer schon. Ich wollte auch Fußballer werden und sowas, hat natürlich nicht geklappt. Völlig zu Recht auch, weil ich einfach nicht diszipliniert genug war und vielleicht auch nicht gut genug. Ne? Aber Disziplin ist im Fußball alles, glaubt es mir. Aber sehr viele Kindheitserlebnisse hatte ich beim Fußball. Sei es Hallenturniere oder auch Turniere im Ausland, ne, wo man dann auch teilweise sozusagen dann über mehrere Tage dann da war. Ich weiß, ich kann mich auch an ein Turnier erinnern, was immer sehr, sehr schön war. Und zwar war das in Magdeburg. Das war ein sehr, sehr cooles Turnier in einer alten Basketballhalle. Vielleicht kennt ihr die sogar für die Leute, die aus Magdeburg sind. Es war so mit Holz noch. Und da haben wir immer gegen die Bundesligisten gespielt. Und das war immer ziemlich cool. Ne, wir haben zwar immer verloren, aber es war immer sehr, sehr cool. Also gerade so Hallenturniere waren früher, heutzutage immer noch. Momentan geht das natürlich nicht, aber Hallenturniere waren früher immer so, es war das Coolste. Ich weiß nicht, wieso ich habe. Und dann auch, wenn man früh morgens Hallenturniere starten ja meistens immer früh morgens. Und das fand ich immer sehr, sehr cool. Auch in Holland immer ganz viele Turniere gehabt. Also das waren so die schönsten Kindheitserlebnisse, die ich hatte. Ne, mit Fußball hatte ich sehr viel, die Verbindung zum Fußball und coolen Erlebnissen hatte ich meistens immer da. Ja, weil auch meine ganzen Freunde halt, ne, Fußball gespielt haben. War auch immer mit meinen Freunden dann unterwegs. So, okay. Oh ja, bei Spiel mit mir sind wir ja tatsächlich kurz vor 1 Million. Ich glaube, da fehlen uns jetzt noch so, oh, was mache ich, ich bin so blöd. Was mache ich denn da? Ich glaube, uns fehlen da jetzt noch 30.000 Abonnenten. Ich muss tatsächlich sagen, Leute, also Abonnenten,
Also ihr seid uns natürlich wichtig, die Abonnenten. Aber wie viele Abonnenten wir haben, das ist mir ehrlicherweise gar nicht wichtig. 1 Million ist natürlich eine heftige Zahl und ist auch eine coole Zahl. Ob es jetzt sozusagen für mich ein Special-Wert ist, ich glaube nicht. Aber weil es eigentlich auch schon viele erwarten, werden wir ein Special machen. Welches es sein wird, weiß ich nicht. Aber also Musik wird es auf jeden Fall nicht. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Einfach weil wir musikalisch alle nicht so talentiert sind. Und das wollen wir jetzt nicht unbedingt machen. Aber was es tatsächlich ist, weiß ich noch nicht. Ich denke, wir werden was machen. Vielleicht ist es ein Special aus dem Trampolinpark oder so. Da muss ich mir was überlegen. Oder was anderes. Oder gemeinsam auch. Ja, mal schauen. Ich weiß es noch. Also, wie gesagt, aber für mich ist die Zahl 1 Million, so leid es mir auch tut, es ist jetzt nicht so, wo ich sage, boah, krass, es ist schon schön. So, aber am Ende des Tages muss man halt ehrlicherweise auch sagen, es sind halt nur Zahlen. Es sind halt Zahlen, Leute, und ihr solltet euch nie nach sowas orientieren. Ich orientiere mich auch nicht danach. Habe ich auch noch nie, tatsächlich. Also, die Abonnenten, ihr seid mir natürlich wichtig, aber nicht wie viele. Auch wenn wir nur 2 Abonnenten hätten. Würde ich mich auch drüber freuen. Versteht ihr, was ich meine? Oh, auch eine Frage, die jetzt schon ziemlich oft in den letzten Wochen auch gekommen ist. Was war dein Job vor YouTube? Also ihr wisst ja mittlerweile, YouTube ist für mich mein Hauptberuf. YouTube ist jetzt knapp seit 5 oder 4 Jahren. Also ich glaube, kurz nach meiner Hochzeit habe ich damit wirklich als Vollzeit-YouTuber angefangen. Ne? Wirklich jeden Tag oder möglichst jeden Tag Videos zu produzieren und zu veröffentlichen. Dementsprechend das. Was ich davor gemacht habe, ich war halt Student, ne? Ich habe studiert, habe aber auch nebenbei natürlich noch gearbeitet. Wo ich gearbeitet habe, kann ich gerne auch sagen, ist kein Problem. Und zwar habe ich bei der Post gearbeitet vorher. Also neben dem Studium habe ich noch bei der Post gearbeitet, aber nicht als Zusteller. Also ich habe jetzt nicht Pakete oder Briefe ausgetragen, sondern ich habe in einem Briefzentrum gearbeitet. Und habe dort halt für die Post gearbeitet. Ne? Also ich habe Briefe zwar nicht verteilt, aber ich habe sie zugeteilt. Ich habe LKWs beladen, ne? Entladen. Ne? Also es war tatsächlich ein etwas anderer Arbeitsalltag als hier. Ne? Also es war eine körperliche, stark körperliche Arbeit. Aber war auch schön. Also auch sehr viele Freunde da gehabt, ne, Kollegen, viele neue Leute kennengelernt. Das war mein Job vorher. Aber tatsächlich, also wenn man was sagen würde, was ich vorher gemacht habe, war es halt, ich war am Studieren und habe halt, also bevor ich einen Job hatte, also neben dem Studium, habe ich tatsächlich Fußball gespielt und konnte auch mit dem Fußball ein bisschen Geld verdienen. Aber jetzt kein Profifußballer, ne, sondern einfach nur, damit es ein bisschen Taschengeld reichte. Na, ich musste dafür halt nicht arbeiten in der Zeit. Aber irgendwann war das auch vorbei und ich konnte das mit Studium nicht mehr vereinbaren, ne, weil ich auch abends studiert habe, also abends Vorlesungen oder Seminare hatte. Und dann konnte ich halt auch mal nachts arbeiten oder morgens, und das ist beim Amateurfußball ja nicht gegeben. Das ist ja bestimmte Zeiten, ist ja klar. So, ich hoffe, euch gefällt das Q&A heute. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ja, das ist auch mal eine etwas andere Frage. Ich schreibe mal, hier schreiben gerade ganz viele. Hey, bin in der Aufnahme. Warum hat das nicht angezeigt, dass ich nicht schreiben kann? Okay. Was war jetzt die Frage schon wieder? Oh, ich habe schon wieder vergessen, es tut mir leid, Leute. Ach ja. Und zwar, bist du schon mal so doll hingeflogen, dass du geweint hast? Bestimmt, aber ich kann mich jetzt nicht dran erinnern. Also ich bin früher ziemlich oft hingefallen. Wirklich ziemlich oft. Ich habe bestimmt mal geweint. Bestimmt. Ich kann mich jetzt nicht dran erinnern, aber doch. Ich kann mich nicht an den speziellen Fall erinnern, aber auf jeden Fall habe ich schon mal geweint. Safe! Würdest du deinen Beruf für Samira hinschmeißen? Also gehen wir jetzt mal von dem Fall aus, warum auch immer. Ich müsste das. Ich wüsste jetzt nicht, wieso. Kann aber sein. Es ist ja vielleicht auch eine so theoretische Frage. Ja, ich würde das machen. Tatsächlich. Weißt du, das hört sich jetzt so im Sinne von so an, so, ja, jetzt sagst du das, ne? Aber doch, wenn es wirklich so wäre,
ne, dass ich aufgrund von irgendeinem Zustand das machen müsste oder auch pausieren müsste. Pausieren ist vielleicht ein bisschen logischer. Das kann ja passieren. Ne? Dann würde ich das machen, ja. Auf jeden Fall. Ohne Wenn und Aber. Aber ich glaube, das können auch nur Leute beantworten, die selber auch Haustiere haben. Weil vorher habe ich das auch nicht verstanden. Ne? Vorher dachte ich auch so, hey, nein, es ist doch ein Haustier. Nein, ist es nicht. Es ist ein Familienmitglied, glaubt es mir. Glaubt es mir einfach. Nur weil man das nicht 24/7 auf Instagram oder anderen Plattformen zeigt, dass man jemanden lieb hat, sei es eine Person oder ein Tier oder was auch immer, dann ne, denken vielleicht Leute, ja, ne, du zeigst es ja gar nicht. Ja, sorry, aber man muss das ja nicht immer zeigen. Ne? Aber doch, auf jeden Fall. Ohne Wenn und Aber. Wenn es sein müsste, natürlich würde man gucken, dass man das irgendwie dann noch hinbekommt. Aber wenn es wirklich so ist, dass ich zum Beispiel 24/7 nicht von der Seite von Samira weggehen könnte, dann wäre das so. So, vielleicht versuche ich jetzt auch mal eine Runde hinzubekommen. Aber es kommen gerade echt coole Fragen, muss ich sagen. Oh ja, auch eine gute Frage. Wie sieht so ein Arbeitstag bei mir aus? Also tatsächlich, wisst ihr, wir kommen hier in die Studios und arbeiten dann den Tag hier. Ne? Als wäre das so ein normaler Bürojob, ist es aber nicht. Tatsächlich geht es eigentlich damit los, dass wir erstmal hier hinkommen. Ich mache es meistens so, dass ich den Mädels und auch den Rest des Teams halt so sage, hey, ne, nutzt so die Zeit, wenn ihr hier seid, erstmal ein bisschen klarzukommen. Ne, macht euch einen Kaffee, ne, bisschen was essen, ne, kommt erstmal klar. Ne, weil man muss ja auch für die Videos gut gelaunt sein, muss man ehrlicherweise sagen. Ne, ich kann ja jetzt nicht morgens um 6 Uhr Videos aufnehmen, was schon mal passiert ist. Und dann muss man natürlich sofort gut gelaunt sein. Ne, man ist nicht immer gut gelaunt. Es ist einfach so. Das ist YouTube. Ne, ich kann nicht 24/7 gut gelaunt sein. Meistens ist es so, weil ich halt dann Videos für euch aufnehmen darf. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Es ist halt, man ist ja ein Mensch. Ne, und jeder Mensch ist manchmal halt schlecht gelaunt. Dann geht es tatsächlich meistens so gegen 10, 11 Uhr los. Und das ist auch der Grund, warum teilweise zum Beispiel auch dieses Video jetzt ein bisschen später kommt, ne, weil ich das an diesem Tag dann tatsächlich aufgenommen habe. Ne, und da muss es ja noch geschnitten werden und alles drum und dran. Dementsprechend sieht es dann eigentlich so aus, ich bin so blöd, ey, ich bin so schlecht heute, dass wir, sorry, dass ich auch die ganze Zeit sage, es tut mir wirklich leid. Dann heißt es den ganzen Tag Videos eigentlich aufnehmen. Zwischendurch natürlich was essen und so. Und das geht meistens so bis 17, 18, 19 Uhr. Und das war's dann. Und dann geht es am nächsten Tag auch schon weiter, Leute. Und so sieht's tatsächlich aus. Ihr denkt jetzt, auf die Dauer kann das doch langweilig werden. Nein, das halt gerade nicht. Warum? Weil es immer wieder neue Spiele, neue Challenges, neue Herausforderungen gibt. Allgemein, also nicht nur Challenges, Herausforderungen als Übersetzung, sondern berufliche Herausforderung. Ne, wie machen wir das hier und da? Und wie können wir eine neue Challenge, ein neues Format starten? Ne, da muss man dann natürlich auch darüber reden. Passt das nicht? Und ich bin so schlecht. Und so sieht es dann tatsächlich aus. Ich möchte zur nächsten Frage. Was ist Danjas Lieblingstee? Keine Ahnung. Die ist heute nicht da, kann sie vielleicht auch nochmal beantworten. Gibt es eine Sache, die dich sehr nervt? Ja, tatsächlich, die gibt es. Und zwar bin ich ein sehr ungeduldiger Mensch. Ne, ich möchte am liebsten, wenn ich eine Klassenarbeit geschrieben habe, so war das bei mir auch, wollte ich direkt eigentlich am gleichen Tag direkt die Arbeit zurückhaben. Es sei denn, natürlich Ausnahmen gab es, wo ich wusste, okay, das ist schlecht, ich will diese Arbeit nicht zurückhaben. Ich bin sehr ungeduldig. Aber nicht ungeduldig bei mir selber, sondern bei, also es nervt mich, wenn man mich warten lässt. Aber nicht im Sinne von, jemand kommt eine halbe Stunde zu spät, das ist nicht das Ding, sondern so wichtige Entscheidungen oder so. Versteht ihr, was ich meine? Ich will nicht warten. Zum Beispiel, wenn es ein Roblox Adopt Me Update gibt, dann will ich darauf nicht warten. Wenn ich weiß, dieses Update kommt, dann will ich das so schnell wie möglich haben. Das nervt mich immer so ein bisschen. Ne? Ich bin sehr ungeduldig bei gewissen Sachen. Das ist halt so ein bisschen nervig. Versteht ihr, was ich meine? Ich muss jetzt kurz bei dieser, Frage bleiben. Was nervt euch eigentlich? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich habe noch keinen Tower heute geschafft. Es tut mir wirklich leid, Leute. Es tut mir wirklich leid. Ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. So, dann machen wir mal, laden wir mal neu in der Zeit und gucken uns ein paar neue Fragen an. Dein peinlichstes Erlebnis dieses Jahr.
Also ich versuche, jetzt gerade kommen nicht so ganz neue Fragen. Dementsprechend kann ich mich vielleicht auch auf Tower of Hell jetzt eine Runde mal konzentrieren, um zu zeigen, dass ich es noch drauf habe, hoffentlich. Peinlichstes Erlebnis dieses Jahr. Lasst mich mal überlegen. Was könnte das sein? Was habe ich denn Peinliches dieses Jahr erlebt? Boah. Also tatsächlich, wenn man viel arbeitet und so, passiert einem nicht so viel Peinliches. Ist einfach so, wenn man viel auf der Arbeit ist und nicht so viele Möglichkeiten hat. Oder wenn man, klar, in den Videos passiert natürlich viel Peinliches. Aber das finde ich nicht schlimm. Ich meine, sonst würden wir es ja nicht veröffentlichen. Was könnte es denn sein? Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich kann diese Frage gerade nicht beantworten, weil ich mich an nichts erinnern kann. Deswegen werde ich mich jetzt mal... Ich lasse mir jetzt mal ein bisschen Zeit und versuche hier Tower of Hell zu machen. Also es kann jetzt sein, dass ich mal für 3-4 Minuten keine Fragen beantworte. Damit ich für mich selber hier mal Tower of Hell schaffen kann. Ich möchte diesen Tower möchte ich ganz gerne schaffen. Ich hoffe, ihr könnt es mir nachsehen. Aber dann gucke ich mir gleich noch die Fragen an. Weil wir haben noch ein bisschen Zeit. Das ist wieder ein sehr langes Video, ich weiß. Aber dafür gab es auch gestern kein Video. Ich folge hier Lara. Du machst das wirklich sehr, sehr gut, falls du eine Zuschauerin bist. Wirklich sehr, sehr gut. Danke. Jetzt geht's hier weiter. Ich folge dir. Ich glaube, danach können wir hier hin springen und danach hier. Oh, jetzt wird's ein bisschen schwierig tatsächlich. Okay, ich muss jetzt. Nein! Okay. So. Hast mal wieder nicht geschafft. Musst du eine kurze Pause machen. Ich habe eine Frage gerade gelesen und zwar, was ist deine Lieblingsserie? Ich glaube, das habe ich auch schon mal beantwortet, oder? Aber ist nicht schlimm. Also, meine Lieblingsserie ist tatsächlich Scrubs. Und How I Met Your Mother. Das gucke ich sehr, sehr gerne. Also, das gucke ich immer wieder. Das sind so die Serien, die ich immer wieder gucke. Natürlich gibt es so viele Serien, zum Beispiel Haus des Geldes. Habe ich jetzt nicht so gefeiert. Habe ich ein bisschen geguckt, aber ich war jetzt, ich habe den Hype verstanden, aber ich war jetzt nicht so, boah, ich muss unbedingt alles gucken. Ich hoffe, irgendwann gibt es mal noch eine neue Staffel von Scrubs. Ich hoffe es. Auch wenn es nur eine einzige ist. Das wäre so cool. Mit JD und Turk. Mal schauen. Das sind so meine Lieblingsserien. Was sind eigentlich eure Lieblingsserien? Ich hatte auch letztens bei mir auf meinem Instagram-Account ein Q&A gemacht. So ein Entweder-Oder-Q&A. Da kam auch die Frage, Serie oder Film? Tatsächlich bin ich aber der Typ Film, also Serien, wie gesagt, ich schaue halt so meine Standardserien, die ich immer mal wieder gucke, wie How I Met Your Mother und Scrubs, ne? Aber darüber hinaus mich jetzt so extra auf eine Serie freuen, wie jetzt Stranger Things oder sowas, habe ich jetzt wirklich nicht, ne? Also ich freue mich, wenn neue Filme rauskommen. Zum Beispiel der letzte Film war jetzt auf Disney Plus, den ich geguckt habe, Soul, mit einer der coolsten Filme, muss ich sagen. Super animiert, also heftig animiert. Ich meine, Disney, klar, Pixar ist sowieso dafür bekannt, dass sie super animieren, aber das war so auf einem Niveau, wo ich sage, heftig. Ne? Aber auch das Thema fand ich super. Ich fand es richtig cool. Für einen Animationsfilm wirklich ein sehr, sehr erwachsener Film, sage ich jetzt mal. Ne? Es war ein bisschen so ähnlich wie Alles steht Kopf, ne? Mit so Gefühlen und so. Und da ging es jetzt so in dem Film, falls ihr, ich will nicht spoilern, aber falls ihr Disney Plus habt, guckt euch Hashtag keine Werbung bitte diesen Film an, weil der ist super schön. Ist auch sehr gut, hat auch eine klasse Message meiner Meinung nach. Finde ich super. Soul heißt er, ist auch relativ neu. Also wie gesagt, ich freue mich dann eigentlich immer so mehr auf Filme und nicht unbedingt auf Serien. Ich guck auch lieber Filme. Ich kann auch Filme Samstag. Also, okay, bis auf die letzte Serie tatsächlich muss ich. Nein, ich bin so blöd! Ich war fast oben! Tatsächlich bis auf die letzte Serie The Mandalorian, ne? Star Wars wurde einfach gerettet von The Mandalorian. Ist einfach so. Punkt. Es ist so. Ich weiß, der letzte Film, der hat mir gefallen, aber der Star Wars Community nicht so.
und viele dachten so, Star Wars ist jetzt verloren. Aber mit der Serie The Mandalorian, den ersten beiden Staffeln, soll ja auch eine dritte Staffel kommen jetzt, glaube ich. Mit dem anderen Kopfgeldjäger. Boba Fett. Ja. Also das, wie gesagt. Also ich bin eigentlich der Typ Filme. Um das mal die Frage komplett in eine andere Richtung zu steuern. Habt ihr einen Lieblingsfilm? Oh, jetzt bin ich gerade bei Filme hängen geblieben. Was habe ich denn noch geguckt? Ich habe The Midnight Sky habe ich geguckt bei Netflix. Auch. Ich finde, ich weiß, der hat jetzt nicht so super Kritiken bekommen, aber ich fand ihn ganz gut. Einfach schon aber auch aus dem Grund, weil es da mal wieder so um Raumfahrt und sowas ging, ne? Und natürlich auch ein bisschen was anderes, aber das fand ich sehr, sehr schön. Ich mag auch den Schauspieler, George Clooney, den finde ich auch ganz gut. Ich muss mich jetzt hier kurz konzentrieren, Leute. Ich will es jetzt mal hier hinbekommen. Ich kann jetzt auch gerade ganz kurz, ich werde noch eine Frage definitiv mitnehmen. Vielleicht sogar zwei, drei. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Aber ich möchte jetzt auch mal diesen Tower hier schaffen. Und ich habe nicht mehr so viel Zeit, Leute. Ich glaube, ich schaffe das nicht mehr. Nein! Ich bin aber gleich oben. Dann könnte ich... Oh ja, super. Super, danke. Da hat jemand die Zeit verlängert. Könnte ich vielleicht doch noch schaffen. Bleib ruhig, bleib ruhig. Oh, das war ja sowas von knapp. Vielleicht sollte ich da nicht springen. Okay, es sieht gut aus. Ja! Zumindest ein Tower habe ich heute geschafft. Das freut mich. Danke. Ich schreibe mir hier kurz. Danke. So, aber ich warte jetzt kurz mit der Zeit, dass sie abgelaufen ist. So, dann gucke ich jetzt mal noch nach weiteren Fragen. Vielleicht sind da schon, also es kommen sehr viele, versteht mich nicht falsch, es kommen super viele. Aber oft halt, das könnt ihr ja nicht, das wisst ihr ja nicht, oft auch die gleichen. Habt ihr Vorbilder? Oh, gute Frage. Erstmal die Frage an euch, habt ihr Vorbilder? Es ist immer wichtig, Vorbilder zu haben im Leben. Mhm. Also ja, ich habe zwei Vorbilder tatsächlich. Beide kommen aus dem Sport. Oh, Wunder. Was meint ihr, wer es ist? Hm? Ihr habt jetzt bis Minute 7 Zeit, reinzuschreiben, zumindest eine Person, wer könnte mein Vorbild sein. Ich glaube, das habe ich aber auch schon mal gesagt. Schreibt's mal rein. Ihr habt jetzt eine Minute Zeit, also bis, okay, nur noch 40 Sekunden. Okay, das wird schwierig. Ja. Also ihr merkt das, ich starte ruhig ins neue Jahr. Na, ich möchte ein paar Fragen beantworten. Ich mag das. Auch zur Info, morgen gibt es eine Reaction. Und zwar werde ich morgen auf das erste Video von Familie Wolke reagieren. Bei Adopt Me. Hm. Weil, wie gesagt, Danja wird diese Woche wahrscheinlich noch nicht da sein. Das wird sie nicht schaffen. Aber hoffentlich danach die Woche. Ey, wie schafft man das denn? Okay, so, was war die Frage? Ob ich Vorbilder habe? Ich hoffe, ihr habt es in die Kommentare geschrieben. Und zwar ja. Es ist einmal Muhammad Ali. Kennt ihr hoffentlich. Und Cristiano Ronaldo. Klar, Cristiano Ronaldo aufgrund vom Fußball natürlich, aber wenn ihr so ein bisschen die Geschichte von Ronaldo verfolgt, und das ist ja genau meine Generation, der ist ja damals bekannt geworden, wo ich auch, ich glaube, da war ich 14 ungefähr. Genau, EM 2014 fing es ja so langsam an. 2004. Da war er sozusagen das große Talent. Und dann hat man den auch aufgrund seines Stils, ne? Also ich habe immer versucht, so zu spielen wie er. Ob mir das gelungen ist, ich glaube nicht, aber es war immer so mein Spielstil, sage ich jetzt mal. Deswegen war das, und auch wie er sich sozusagen durchgesetzt hat, ne, ist er ja immer so Vorbild für mich gewesen und immer noch, ne? Ist halt ein sehr, sehr
talentierter, aber ein sehr disziplinierter Mensch, so wie ich, wie man das halt so in Dokumentationen und so mitbekommt. Warum komme ich hier jetzt nicht hoch? Das verstehe ich nicht. Ja, und Muhammad Ali sowieso. Ne, seine ganze Lebensgeschichte und so. Ich meine, nicht nur für mich, sondern für viele, viele Millionen Menschen. Ne, ist er ein Vorbild. Und auch das völlig zu Recht, meiner Meinung nach. Aber gut, es gibt bestimmt genügend Vorbilder auch, die ihr habt. Ne? Meine Empfehlung ist immer, ihr solltet immer Vorbilder haben, Leute. Es hilft euch immer weiter. Es ist meine Empfehlung an euch. Das kann ich euch so weitergeben. Okay, gucken wir mal, was für eine Frage wir noch haben. Spielst du auch andere Spiele? Ja, das ist eine wichtige Frage. Also klar, hier bei Spielmehr Apps und Games ist es so, wir spielen halt hauptsächlich Roblox. Einfach, weil wir Spaß dran haben und wir sehen, dass ihr Spaß dran habt. Ja, also zocken wir das auch gerne. Aber warum kommt man nicht da drüber? Das verstehe ich nicht. Entweder mache ich da was falsch oder... aber ich spiele auch andere Spiele. Zum Beispiel momentan, ich weiß, das ist eine etwas andere Richtung, aber ich spiele halt sehr gerne auch Call of Duty. Das werden wir jetzt hier nicht zocken, das habe ich euch aber auch schon mal gesagt. Na? Einfach schon, weil das eine andere Altersgruppe ist und so. Ne? Das könnt ihr aber verstehen, glaube ich. Und viele von euch spielen das ja auch nicht. Und da, besonders da momentan mittlerweile Zombies. Ne, Call of Duty Zombies spiele ich sehr, sehr gerne. Besonders seit diesem Jahr, also spiele ich unglaublich gerne. Und sonst tatsächlich, ja, so, ja, nicht Rollenspiele, aber halt so Abenteuerspiele. Ne? Also mit einer guten Story. Ich bin jetzt gar nicht der Fan davon, also ich muss nicht immer die besten Online-Spiele haben, bin ich ganz ehrlich. So Among Us und so natürlich super witzig, ne? Und das sind halt Online-Multiplayer-Spiele. Aber so auf der PlayStation und so bin ich immer sehr, also Assassin's Creed habe ich jahrelang super gespielt in den letzten Jahren. Nicht mehr so oft, aber ein paar habe ich ja noch. Ne, habe ich ja auch hier geschenkt bekommen. Warum komme ich hier nicht hoch? Ich krieg die Krise. Geht das überhaupt? Ich krieg die Krise. Assassin's Creed, Uncharted, da kommt jetzt auch bald ein Film mit Tom Holland, dem Spider-Man. Schauspieler, freue ich mich wirklich sehr drauf. Ja, so Spider-Man, das Spiel, war auch sehr, sehr cool. Ne, also so, die eine coole Story haben, da bin ich auch absoluter Fan von. Ja, und wo man halt auch länger dran sitzt. Ne, wie jetzt zum Beispiel bei Call of Duty Zombies halt. Ne? Das empfehle ich euch aber nicht. Ne, ihr seid auch noch nicht alt genug. Das wisst ihr. Aber ist nicht schlimm. Ich wollte es trotzdem, ich bin ja ehrlich zu euch. Na, und sonst natürlich hier, wie gesagt, Roblox. Ich verstehe nicht, warum man da nicht hochkommt. Ich verstehe es nicht. So, ich würde sagen, zwei Fragen noch. Komm, zwei Fragen machen wir noch. Zwei Fragen machen wir noch, Leute. Ah, ja, auch eine coole Frage. Welchen Sport schaust du am liebsten außer Fußball? Ich muss tatsächlich sagen, dass ich Fußball spiele. Ich spiele zwar sehr gerne Fußball, ist auch meine Lieblingssportart, aber schauen ist... nicht unbedingt das, also Fußballspiele nur so Highlight-Spiele. Ne, also so Champions League, Finale, Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, Copa America, sowas halt, ne? Ja. Aber sonst schaue ich sehr, sehr gerne American Football seit einigen Jahren, ne? Also, da bin ich tatsächlich, muss ich halt sagen, mit auf den Trend aufgesprungen. Also seit 2 Jahren schaue ich Football halt sehr intensiv. Ich habe auch eine Lieblingsmannschaft, und zwar sind das die Kansas City Chiefs mit Patrick Mahomes als Quarterback, die auch letztes Jahr den Super Bowl geholt haben. Bin aber auch ein Fan eigentlich von den, also ich bin jetzt kein so Ultra-Fan, aber von den New England Patriots. Ich weiß, die jetzt Football schauen werden, sagen, ne? Aber also eigentlich auch nur seit diesem Jahr, weil ich, ein Fan vom Quarterback bin. Ich weiß, das sagt euch jetzt nicht viel. Von euch sagt das jetzt gar nichts. Ne? Und zwar ist das der Newton. Ich weiß, das war nicht so erfolgreich dieses Jahr. Aber ich schaue American Football sehr, sehr gerne. Und das ist auch immer perfekt, weil das sonntags kommt. Ne? Also man kann es immer, sonntags kommen ja viele Spiele. Und das passt perfekt, weil Sonntag habe ich immer Zeit. Das finde ich immer sehr, sehr gut. So, ich komme hier bei diesem Tower gar nicht weiter, Leute. Ich weiß nicht, wieso. Okay, letzte Frage finde ich eigentlich auch ganz gut. Hast du schon mal darüber nachgedacht, mit YouTube aufzuhören? Nein. Es
Also, es kann natürlich mal sein, dass man eine Pause machen muss. Warum auch immer. Ne? Im Leben passiert halt so viel. Es kann halt sein, dass man eine Pause machen muss und sich um andere Sachen kümmern muss. Das kann immer sein. So, wie bei jedem. Ne? Wie zum Beispiel jetzt bei Nina und Kati. Ne? Die ich natürlich auch vermisse. Ne? Die Frage kam auch, die ich natürlich vermisse, natürlich. Aber, ne? Die haben jetzt sich dafür entschieden, eine Pause zu machen. Ne? Ich hoffe, ich muss mich nicht entscheiden, eine Pause zu machen, weil ich möchte das nicht, besonders momentan nicht, in den nächsten Jahren nicht. Es kann sich natürlich, also ob ich jetzt mit 45, 50 noch YouTube machen werde, kommt drauf an, wie sich YouTube entwickelt. Ne? Also, ich würde schon gerne noch zocken. Ne? Und das auch mit euch so, warum nicht? Kein Problem, bis zu meiner Rente oder auch über die Rente hinaus. Aber nein, also nein, ich möchte auch keine Pause machen. Und wenn diese Pause wäre, kann ich euch jetzt schon sagen, für die Zukunft, falls es mal so sein soll, ich hoffe natürlich nicht, also bitte jetzt nicht falsch verstehen, dann ist diese Pause auch nicht, weil ich sie machen wollte, sondern weil ich sie machen muss. Ne, warum auch immer. Es kann was Gutes sein, es kann auch was, leider was Schlechtes vielleicht auch mal was sein. Ne, was man einfach nicht vorhersehen kann. Ne? Ich hoffe, irgendwas mit Samira oder so, kann ja sein. Was sind das heute hier für Türme? Ich kriege hier echt zu viel, Leute. Ist auch der letzte Turm. Ne? Also, als letzte Frage, ob ich mit YouTube aufhören würde? Nein. Definitiv nicht. Ob ich eine Pause machen würde? Auch definitiv nein. Es sei denn, es muss sein. Ne? Also, wenn es nicht anders geht. Ne? Es kann sein, dass es etwas ist, was ich euch dann erzählen kann. Vielleicht auch etwas, was ich keinem erzählen kann. Ne? Ich weiß es ja nicht. Ich weiß ja noch nicht, was die Zukunft für mich bereithält. Das kann ich leider nicht sagen. Ne? Aber ich kann euch jetzt schon mal sagen, als Hinweis, falls ich mit YouTube aufhören sollte oder Pause machen sollte, dann, also aufhören sowieso eigentlich nicht, aber es sei denn, schaut sich keiner mehr meine Videos an, aber auch dann glaube ich, das würde ziemlich lange dauern, bis ich dann aufhöre, auch wenn sich keiner mehr meine Videos anschauen möchte. Aber sonst könnt ihr wissen, dass diese Pause nur da ist, weil ich sie machen muss. Und nicht, weil ich sie machen möchte. Dafür macht mir YouTube einfach viel zu viel Spaß. Ist einfach so. Boah, das war knapp. Das ist mal ein schönes Hindernis. Das hatte ich bisher, glaube ich, noch nicht, weil Tower of Hell. So. Vielleicht mache ich gleich noch eine Frage, wartet. Oh, okay, jetzt bewegt sich das alles. Nicht schlecht. Das war mal cool. Jetzt muss ich hier irgendwie zusehen, dass ich nach oben komme. Ein bisschen vorsichtig sein. Wie geht's jetzt hier, Leute? Okay, ich muss hier. Ah, warte. Hier muss ich vorsichtig sein. Kann sein, dass ich hier auch noch erwischt werde. Ich glaube hier nicht mehr. Also, das ist mal ein cooler Turm. Jetzt muss ich hier wieder ein bisschen vorsichtig sein. Okay, dann geht es hier raus. Oh, das ist... So ein Hindernis hatte ich wirklich noch nie. Also bei dem... Das ist neu. Ist euch auch eigentlich auch aufgefallen, dass es schneit? Ja, ne? Okay. Ah, da bin ich... Das habe ich eben nicht geschafft, ne? Nein, bitte nicht. Okay, ich bin zumindest hier gelandet. Schwierig. Also das Hindernis, was mich da erwartet, das ist echt schwierig. Kann ich vielleicht auch hier lang? Oder ist das der einzige Weg für mich? Ja, okay, ich muss dann hier. Aber wieso? Oh, Leute, ich glaube, das reicht für heute, oder? Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Video.
Ich habe wieder ein paar Fragen beantwortet. Ich fand das ganz gut für so einen Auftakt für das neue Jahr. Habe ich wieder ruhig gestartet. Ich muss mich nicht aufregen, auch wenn es Tower of Hell war. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit den Fragen. Wir können das, wie gesagt, wenn Danja auch nochmal da ist, in einer etwas anderen Form machen. Schreibt gerne in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Also es wäre jetzt nicht unbedingt, dass er strickt. Oh! Mann! Also Drache auf jeden Fall. Das ist gefährlich. Kann auch gegeben. Ist gefährlich. Karls Traum schon immer super dangerous sein. Weißt du mich noch? Nein! Sorry, ich habe gar nicht zugehört. Hey Leute! Was geht? Kanye mit... Danja! Danja ist wieder da. Ja gut, wir haben dich ja heute schon mal in Dogme gesehen, aber nochmal willkommen zurück. Wie war dein Urlaub? Dankeschön. Schön. Entspannt. Ja, das kann ich mir vorstellen. So, wir Niemand wollen heute hat mich angeschrien. Ja, das ist gut. Das wird sich jetzt ändern. Hat sich ja schon geändert. So, Leute, wir sind wieder in einer langen Runde Tower of Hell. Holt euch was zu trinken, holt euch was zu essen. Wie Dan jetzt sagen würde, holt euch einen Tee. Und heute haben wir das Q&A, was wäre wenn? Ihr habt uns bei Instagram Fragen gestellt und fangen wir doch an mit... Es sind ganz viele tolle Fragen von euch gekommen, schon mal das vorab. Viel Danke. Zu viele. Was wäre, wenn Roblox gelöscht wird, Danja? Dann würde ich ein bisschen weinen. Ein bisschen? Und dann würde ich einen Nervenzusammenbruch bekommen und dann würde ich mir aber relativ schnell was anderes überlegen, was wir tun könnten. Anstatt den ganzen Tag Roblox zu spielen. Aber es wäre sehr furchtbar. Welches Spiel würdest du denn am meisten vermissen? Ich glaube, was würde ich am meisten vermissen? Naja, wir spielen ja am meisten Adopt Me, das würde ich schon vermissen, auch so meine Pets und so. Jetzt steckt da halt schon viel Arbeit drin. Mhm. Aber ich glaube auch so diese ganzen Horror-Games, die wir angefangen haben. Die Stories. Ich glaube auch, ja, würde ich glaube auch vermissen. Ja, also die würde ich, also, willst du noch was sagen oder? Nein, du kannst loslegen. Okay, also tatsächlich würde ich Roblox sehr vermissen. Ne? Alleine, ihr wisst ja auch, wenn ich Roblox jetzt sozusagen zu Hause nicht so oft spiele, ne? Alleine so, nein, also ohne Roblox würde das nicht klar gehen. Und also das hält, also ich glaube, am meisten würde ich tatsächlich Adopt Me vermissen, bin ich ganz ehrlich. Weil mittlerweile, dass du eine, also ich liebe mittlerweile Adopt Me, weil ich einfach sehe, was für Möglichkeiten es gibt, bei Adopt Me zu machen. Weißt du, ich habe das Gefühl, ich lerne immer was Neues dazu bei Adopt Me. Ja, fühle ich. Boah, wie dumm bin ich gerade einfach. Dementsprechend würde ich sagen, also, ich wüsste zwar, was ich mache, wenn es, oh nein, wenn es Roblox nicht mehr geben würde, aber ich wäre sehr, sehr traurig. Ja, es wäre schon schlimm. Okay. Also, hört nicht auf Roblox zu spielen. Wir wollen das weiterspielen. Was wäre, wenn ihr gar kein YouTube mehr machen würdet? Wenn wir es nicht mehr machen würden? Genau, allgemein. Und danach kommt noch eine andere Frage, die dazu passt. Also was wäre, also wenn du kein YouTube mehr machst? Wenn wir kein YouTube mehr machen? Soll ich als erstes antworten diesmal? Ja, antworte du mal als erstes. Kannst du dir noch ein bisschen Gedanken machen? Ja. Und versuchen bei Tower of Hell hier auch ein bisschen weiterzukommen. Oh, das ist wirklich, ich kann nicht. Ich kann der kriegt wieder Geißel. Nein, also, was wäre, wenn wir mit YouTube aufhören? Ja, also, boah. Also gut, es ist ja jetzt nur eine Fiktion, ne? Das heißt, ist jetzt nicht echt, sondern was wäre, wenn? Ich glaube tatsächlich, ich wüsste nicht, was ich machen würde. Ich glaube, ich würde erst, also, wenn ich nicht YouTube machen würde, wäre ich, glaube ich, der Typ dafür, der chillen würde. Oder halt, natürlich, also man müsste natürlich irgendwo arbeiten, ne, weil man könnte natürlich einfach chillen. Du würdest dich einfach zu Hause hinsetzen und so, nee, jetzt mache ich kein YouTube mehr, bleibe ich einfach zu Hause und chille. Nein, das geht, oh nein, also das geht ja nicht, ne, aber ich, also ich glaube, ich würde mich sehr schwer damit tun, was Neues zu finden einfach. Vielleicht, weil man schon das so lange macht und sich denkt, hey, außerhalb von YouTube gibt es ja fast gar nichts, aber natürlich gibt es vieles, ne? Hm. Gerade jetzt auch, was so sowas angeht, ne? Also TikTok oder so, ne? Aber ich würde das, also ich glaube, ich würde daran zerbrechen. Nein. Ja. Ja, wir hoffen, dass das nicht passiert. Ja, es kann natürlich passieren. Gut, dann betrifft es natürlich jeden, aber wenn es nur mich betreffen würde, ne? Oder uns, das wäre schon hart. Also ich wüsste nichts mit mir anzufangen, Leute.
Ich glaube tatsächlich auch, ich wäre dann auch der Typ, der dann so Instagram oder so löschen würde bei mir. Echt? Ja, ich glaube schon. So TikTok. Boah, du bist nicht, so eine richtige Drama-Queen. Ja, ja, weißt so du, um einfach zu dramatisieren und das Zeichen zu geben. Oh nein! Leute, es ist vorbei so, weißt du? Glaube ich. Aber Drama. Gut. Wie sieht's bei dir aus, Danja? Ja, also ich glaube, ich würde dann. Ich wäre super traurig erstmal auch. Aber ich. Also ich bin halt nicht so, dass ich dann einfach gar nichts mehr mache. Ich muss irgendwas tun. Ich würde dann wahrscheinlich einfach TikTok machen und Twitch. Ah ja, gut. So, okay. Das, was ja, am gut, eine andere Videoplattform, also gut, okay. Ja, ja, genau. Also ja. Ich würde jetzt nicht dazu tendieren, wieder in einen meiner vorherigen Berufe zurückzugehen. Und gar nichts machen würde ich halt auch nicht. Ich würde halt schon gerne irgendwie dann in dem Bereich bleiben. Und daher würde ich mir dann halt eine andere Plattform einfach suchen dafür. Aber es wäre schon mega schlimm, weil YouTube halt so. Ich mache es ja noch nicht so lange. Aber YouTube ist halt schon die Plattform der Wahl geworden dafür. Ne? Ja. Gut. Wenn ihr mich jetzt fragen würdet, würde ich dann Lehrer werden oder mein Studium sozusagen fortführen und sozusagen dann auch Lehrer sein können? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht, dass du das noch. Also, klar, du könntest das bestimmt, aber ich weiß nicht, ob du das so sehr wollen würdest, dass du es dann durchziehen würdest. Nein. Okay, diesen Tower werde ich auch nicht mehr schaffen, weil die oben jetzt schon alle da sind. Oh, was wäre, wenn man zaubern könnte? Dann würde ich direkt nach Hogwarts gehen. Da gab es auch eine Frage, was ist sozusagen, wenn es Harry Potter in echt geben würde? Boah, ich wäre sowas von in Hogwarts und in Ravenclaw und ich wäre einfach der allergrößte Streber dieser ganzen Schule und würde komplett eskalieren. Was wäre denn wahrscheinlich dein Lieblingsfach? Könnte. Was? Was wäre denn wahrscheinlich dein Lieblingsfach? Pflege magischer Geschöpfe. Und Zaubertränke wahrscheinlich auch. Das wird ja auch ziemlich cool. Ehrlich? Was wäre denn so dein Wunsch, später mal zu werden, vielleicht auch in dieser Welt? Ich meine, das machst du ja. In der Zaubererwelt? Ja. Mmh. Ich komme so schlecht. Also definitiv nicht Auror. Aber so. Entweder Zaubereiminister, das wäre schon cool. Oh, Zaubereiministerin. Das passt so sehr. Ja. Das passt einfach sowas von. Ja, oder du wärst so eine Umbridge. Nein, gar nicht, aber ich würde vielleicht dann, oder so wie Hagrid, oh mein Gott, das wäre so cool, einfach draußen und dann so ein bisschen Pflanzen anbauen und mich um Tiere kümmern. Ja, aber dann passt der Rest der Karriere ja nicht zu dir. Warum? Ja gut, ich glaube nicht, dass Hagrid sozusagen, obwohl ja doch, könnte sein. Hä, warum? Ich bin ja nicht so eintönig, dass ich nur eine Sache wollen würde. Ich kann mir beides vorstellen. Ja, ach so, ja, einfach im Ministerium arbeiten und dann noch. Nein, aber ich könnte mir halt einerseits vorstellen, im Ministerium zu arbeiten und andererseits halt auch einfach so Wildhüter zu sein in Hogwarts. Ja. Könnte ich beides. Ich würde direkt. Würde mich beides sehr erfüllen. Ja, ich glaube auch. Würde mich wahrscheinlich auch Hermines Elfenbefreiungsfront anschließen. Ah, du hast die Bücher noch nicht gelesen, ne? Nein, also ich habe nicht zu Ende gelesen. Ich habe nur die ersten beiden Bücher. Nee, die ersten drei gelesen, sorry. Pardon, falls ich dich gerade gespoilert habe. Nicht schlimm. Hä, wie komme ich denn hier dann weiter? Ach nein. Oh, ich bin blöd. Hä? Ich hab's gerade gar. Oh Mann. Okay. Ja, erzähl du. Also, ich kann nicht hier warten. Also tatsächlich, ich würde mich sehr freuen, wenn ich zaubern könnte. Wer nicht? Also ich glaube tatsächlich, also ich wäre kein fieser Zauberer, das nicht. Ich würde schon zu positiven Gunsten, sage ich jetzt mal, nutzen. Ja. Aber, also mein Lieblingsfach in Hogwarts wäre safe, Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ja? Safe. Auch wenn da jedes Jahr der Lehrer wechselt? Erstens und das. Und meistens sind das ja echt blöde Lehrer. Ja, auf jeden Fall. Ich hätte damit kein Problem. Und mein Wunsch wäre tatsächlich Auror später zu werden. Das finde ich cool. Echt? Ja. Das finde ich krass. Nee, also Aura würde ich nicht so gerne werden, das ist halt nicht Aura so unbedingt oder, das sicherste. Oder Schuldirektor. Ja, auch cool, das stimmt. Aura oder Schuldirektor, ja. Ja,
kann ich akzeptieren. Sind absolut verständliche Antworten. Nein! Boah, kann dir mal jemand so einen Schutz kaufen? Ja, okay. Kommen wir zur nächsten Frage. Mach du mal weiter, ich guck mal. Was wäre, wenn dich eine Taube ankacken würde? Okay. Ja. Also ich wurde schon mal von einem Vogel angekackt, aber ich weiß jetzt nicht, ich glaube, das war keine Taube. Das war in einer Vogelvoliere drin, also habe ich mich eigentlich, bin ja nicht selber schuld. Ich glaube, ich würde die Klamotte halt waschen und wenn es wahrscheinlich irgendetwas an mir dran wäre, würde ich mich waschen, aber ich würde jetzt wahrscheinlich nicht komplett eskalieren. Aber es wäre schon irgendwie unschön. Also es wäre jetzt nicht unbedingt das Erstrebenswerteste. Also ich würde tatsächlich eher drauf gucken, ob mich jemand beobachtet oder nicht. Hm. Ich glaube, das wäre für mich wichtig. Ob also das jemand gesehen hat, dass sich ein Vogel angekackt hat, ja, das wäre genau. Dein Problem? Das wäre mein Problem, das ja. Wäre dein Problem? Ja, das wäre mein Problem tatsächlich. Hä? Okay. Also alles andere wäre für mich eigentlich nicht so das Problem. Was mache ich nicht? Nee, also wie gesagt, so mega schlimm würde ich es auch nicht finden. Ich würde halt die Sachen einfach waschen. Oder mich. Ja, das auch. Ja, aber was wenn du auf deinen Kopf? Ja, dann wasche ich meine Haare. Das, was halt gewaschen werden muss, wasche ich halt. Ja, aber das machst du ja sonst nur einmal im Jahr. Ja, dann mache ich das halt mal einmal mehr. Ist doch nicht schlimm. Okay. Das ist dann halt so die Zusatzreinigung. Ja gut, das war einfach mal so eine Frage für zwischendurch. Ich habe jetzt aber eine Frage, die ja. Vielleicht wieder ein bisschen noch mehr Gesprächsstoff bietet. Was wäre, wenn es keine Technik mehr gäbe? Das habe ich mich letztens schon mal gefragt. Und zu welcher Antwort bist du gekommen? Also ich wäre todunglücklich, aber es würde mir vielleicht auch ab und zu ganz gut tun. Also ich würde wahrscheinlich wieder mehr lesen. Also noch mehr. Und ich wäre sehr traurig. Sehr, sehr, sehr traurig. Nein! Aber ich würde mehr lesen und mehr rausgehen und ich glaube, es würde mir ganz gut tun. Aber es wäre dann halt auch so die... Eine der wichtigsten Dinge, wie man so an Informationen und an Nachrichten kommt und so. Es würde halt wegfallen. Ich bin im Trauerfall wieder so schlecht. Ja, das ist gar nicht das... Also klar, das wäre auch ein Problem. Und hinzu kommt, ich meine, dann könntest du deinen Beruf nicht mehr ausüben. Ne? Aber das könnten viele wahrscheinlich nicht mehr. Es könnten sehr viele. Das könnten wahrscheinlich Bereiche nicht mehr. Da denken wir jetzt gar nicht dran. Es würde aber nichts mehr geben wahrscheinlich. Zum Beispiel, ne? Weil halt alles auch, ja digital ist. Ja, auch ein Haufen Technik, ja. Ja, aber tatsächlich bin ich bei der Meinung voll bei dir. Das wäre bei mir, glaube ich, genauso. Also... Ja. Ich glaube, es wäre tatsächlich mal ganz gut, auf Technik zu verzichten, in meinem Fall, weil ich halt wirklich 24/7 nur mit Technik zu tun habe, sei es in meinem Beruf oder auch diesbezüglich dann privat, weil ich einfach dann gerne zocke oder so. Ja, absolut. Deswegen, klar, es würde natürlich wehtun, weil ich dann nicht mehr zocken könnte. Ich glaube, das würde ich schon merken, weil ich meine Ablenkung ist halt zocken. Ja. Und das wäre, glaube ich, schon so ein Fall, wo ich sagen würde, boah, krass, ja, das merke ich. Ja, also ich habe mir auch letztens gedacht, also ich sitze so viel vor Bildschirm. Also ich habe ja mittlerweile auch einen E-Reader, das heißt, das ist ja auch ein Bildschirm. Klar, da könnte ich mir wieder Bücher kaufen. Aber das ist ein Bildschirm. Dann Fernseher, Handy. Ja, alles. Computer. Weil sogar im Auto hast du einen Bildschirm wahrscheinlich. Ja, sogar im Auto, das ist das Navi und das ist schon krass. Ja, ich bin zu 100% bei dir. Ich glaube, gerade wenn man im Bereich sozusagen Technik arbeitet, okay, wir arbeiten jetzt nicht, wir sind nicht Informatiker oder irgendwie sowas, ne? Oder Elektriker oder keine Ahnung. Aber dadurch, dass wir halt jeden Tag mit so vielen elektrischen Geräten zu tun haben, ne, die halt, also mit Technologie zu tun haben, glaube ich, kann das auf Dauer auch relativ belastend sein. Und deswegen glaube ich, es wäre natürlich nicht gut, wenn es keine Technik geben würde. Aber es wäre so für einen gewissen Zeitraum für uns zum Beispiel. Für einen Monat wäre das vollkommen für mich okay, auf Technik zu verzichten. Ja. Vielleicht mache ich da auch mal ein Selbstexperiment. Wer weiß, vielleicht in Zukunft irgendwann mal.
bin ich voll bei dir. Aber ich glaube, man hätte dann... ich glaube, der Changeman hat so ein Dopaminentzugsexperiment gemacht. Das ist schon ziemlich heftig, weil du ja darüber... Also einerseits bekommt man darüber ja Bestätigung, ganz klar. Informationen bekommt man darüber. Ja, das sowieso. Also der Nutzen davon, das ist klar. Ja. Das ist klar, da bin ich voll bei dir. Ich bin auch immer der Meinung, es warten immer alle so voll krass auf irgendwelche Wunder und so, aber wenn man sich mal überlegt, was heutzutage alles möglich ist, was überhaupt funktioniert, absolut. Überlegt ihr mal die Tatsache... Alleine schon in den letzten 20 Jahren, was sich da getan hat auf technischer Ebene. Auch alleine die Tatsache, dass wir jetzt hier im nicht gleichen Raum sitzen und uns aber hören können und Videos, also wir können das, was wir, wie wir aussehen und was wir sagen, können wir aufnehmen. Das ist so heftig und das kann wiedergegeben absolut. Werden. Ich finde das... Danja, da muss ich dir mal zustimmen. Ausnahmsweise. Finde ich genauso. Und ich würde die Frage aber gerne auch abschließen, weil wir haben unglaublich viele Fragen. Ja. Eine wieder sehr philosophische Frage. Okay. Was wäre, wenn du der einzige Mensch auf der Welt wärst? Mach du erst mal, weil ich muss mich gerade kurz konzentrieren. Ja. Ich bin wieder so dumm heute. Also man denkt da ja tatsächlich immer so direkt an I Am Legend oder sowas. Aber ich meine, gut, gegen Zombies müsste ich jetzt vielleicht nicht unbedingt kämpfen. Aber gut, bei I Am Legend geht es ja nicht nur sozusagen zu überleben, sondern auch die Situation sozusagen, wenn man alleine tatsächlich oder vermeintlich alleine ist. Ne? Aber gehen wir jetzt mal vom Fall aus, ja, ich bin alleine auf dieser Welt. Ich glaube, das wäre ziemlich belastend. Ich glaube, das ist auch etwas, was keinem gefallen würde. Man denkt sich dann so, wenn man so einen Film dann guckt, denkt man sich so, ja, gut, dann würde man all das machen, was man nicht machen könnte, weil es wäre ja alles erlaubt. So in dem Sinne, ich würde die schönsten Autos fahren und ne, im schönsten Haus. Ja, aber was Haus willst du wohnen. Dann noch? Aber du kannst es ja, also ich glaube auch, ich meine, viel hängt ja damit dann zusammen, dass man das teilen möchte oder ne, sozusagen emotionale Ebenen damit haben möchte. Und ich meine, du hast ja keine... Oder das ja, sag ruhig. Oder dass halt auch einfach andere Menschen dabei helfen müssen, assistieren müssen, dass du überhaupt was machen kannst. Also zum Beispiel, nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel, Freizeitpark. Da kannst du nicht alleine rein. Ja, erstens das. Brauchst du jemanden, erstens, der das halt... Ich meine, da geht es ja noch um Sachen so Freizeitaktivität. Jetzt denk mal daran, du wirst krank und du bist alleine. Ja, genau, und Arzt. So. Ist nicht. Ja. Ne? Oder... ich meine, stell dir vor, irgendwann, klar, das ist relativ, aber du müsstest dich selbst um Nahrung und so kümmern. So, ja. Kriegst du das hin? Kriegst du das nicht hin? So? Und ich glaube, das ist alles gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Nee, also ich stelle mir das überhaupt nicht einfach vor. Ich stelle mir das... Und ich glaube, das ist noch nicht mal gar nicht das große Problem. Ich glaube, man kann vieles lernen, ne? Aber ich glaube, diese psychische Belastung dahinter, das wäre krass. Ja, also ich glaube, ich habe... ich bin oben angekommen, nur kurz zur Info. Oh. Ja. Bist du schon fertig mit der Antwort? Ja, ich bin schon fertig. Du kannst gerne antworten. Also ich finde, ich habe, glaube ich, dir auch schon mal gesagt, dass ich überhaupt nicht gut alleine sein kann. Also ich bin zwar manchmal ganz gerne alleine, aber ich finde einsam sein super schlimm. Und das geht ja nicht immer miteinander einher, aber ich kann überhaupt nicht gut alleine sein und hab da auch eigentlich nicht so richtig Bock drauf. Und ich würde da, glaube ich, total kaputt gehen daran. Ich würde mit Sicherheit versuchen, irgendwie mich am Leben zu halten, solange es geht. Aber es würde mich komplett fertig machen. Ich würde, wahrscheinlich würden wir mir meine in den letzten Jahr angeeigneten Fähigkeiten, essbare Pflanzen anzubauen, schon sehr helfen. Aber schon alleine, dass ich dann so Überzeugungen wie zum Beispiel, dass ich vegan lebe, das könnte ich nicht mehr umsetzen. Das wäre nicht mehr möglich. Also einfach, weil ich ja dann irgendwas essen müsste. Und ich habe ja einfach nur diesen Luxus, dass ich das tun kann, weil andere Leute sich damit befasst haben und es für mich ein gutes Angebot gibt. Aber das könnte ich ja dann nicht mehr. Das heißt, das wäre so eine Grundüberzeugung von mir, die ich dann einfach nicht mehr umsetzen könnte. Und dieses Alleine-Sein, dieses Wissen, ey, man kann jetzt nicht mehr wirklich was dagegen tun. Man ist die letzte Person. Mich würde das total verrückt machen. Wir fassen also zusammen, wir würden es nicht hinbekommen. Ja. Okay, kommen wir wieder zu einer etwas coolen Frage.
Was wäre, wenn ihr ein Fabelwesen sein könntet? Für welches würdet ihr euch entscheiden? Hm. Leute, für die Personen, die nicht wissen, was ein Fabelwesen ist. Also eine Fabel ist vielleicht gleichzuziehen. Also ein guter Vergleich ist, finde ich, immer so ein Märchen oder eine fiktionale Welt. Und Fabelwesen Ein Märchen als Kurzgeschichte. Genau. Und ein Fabelwesen kann zum Beispiel ein Drache sein. Oder ein Phönix oder ein Einhorn. Genau, also Tiere, die es sozusagen, oder Wesen, die es in dieser echten Welt nicht gibt, aber die man vielleicht auch schon aus Büchern oder was anderes kennt. Danja, gerne du als erstes. Ich glaube, ich überlege gerade so ein bisschen, wäre ich gerne so ein Greif oder so ein Phönix. Also was ich, glaube ich, ausschließen kann, ist ein Einhorn, weil das kann halt nichts, außer dass es halt ein Horn hat so. Und es hat halt häufig irgendwie heilende Fähigkeiten. Mhm. So ein Pegasus wäre cool, aber dann könnten sich Leute auf meinen Rücken setzen und dann müsste ich die durch die Gegend chauffieren und da hätte ich schon wieder keinen Bock drauf. Also entweder ein Phönix oder ein Greif. Oder, was überlege ich mir noch? Oh, Meerjungfrau wäre, glaube ich, auch cool. Ein bisschen schwimmen, Ariel sein und so. Hätte ich kein Problem mit. Ja. Bist fertig? Bin fertig, ja. Also, tatsächlich, wie heißt du nochmal, Hälfte Pferd, Hälfte Mensch, wie hießen die nochmal? Warte, das fällt mir gerade nicht ein. Zentaure. Ja, genau. Also die finde ich ganz cool. Oh Gott, nein. Oh, ich bin so schlimm. Tatsächlich wäre bei mir, ich habe schon eingangs erwähnt, also Drache auf jeden Fall. Mhm. Ich meine, man kann fliegen, man kann Feuer spucken. Das ist gefährlich. Man kann auch. Immer ist gefährlich. Kann das Traum schon immer super dangerous sein? Nein, man kann gegebenenfalls auch lange leben. Ja. Was ich mir aber auch sehr, sehr cool vorstelle, ist ein Ork aus Warcraft. Meinst du, so ein Ork? Also, wenn ich mir den Film angeguckt habe, ne? Ja. Ich meine, Orks sind ja nicht nur böse. Es gibt ja auch gute Orks. Ja. Und das, ich meine, guck mal, wie stark. Guck mal, wie stark du bist. Ne? Du könntest auf Technik verzichten. So, also stelle ich mir schon cool vor. Also ein Drache oder ein Ork. Also, aber also nicht so die aus Herr der Ringe vielleicht. Oder so ein Uruk-hai. Ja, aus Herr der Ringe. Das wär ein bisschen zu viel. aber safe auf jeden Fall aus Warcraft, so ein Ork. Kann ich trotzdem nicht oder, ganz oder, nachvollziehen. Sorry. Oder ein Elf. Elf, ja, Elf. Gute Antwort. Gute Antwort. Genau. So, machen wir mal noch was, oder? Nein, du kannst weiter. Nächste Frage. Boah, das sieht nicht so aus, als würde ich das hier schaffen können. Muss ich sagen. Was wäre, wenn ihr euch so dolle streiten würdet, dass ihr sozusagen eure YouTube-Kanäle auflösen müsstet? Boah, heftige Frage. Mhm. Dann wäre das, glaube ich, so. Also es wäre halt einfach mega schade darum. Aber keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich streite mich nicht gerne. Ich glaube tatsächlich, also es würde sich nicht auflösen. Würde schon jeder seinen eigenen machen. Ich glaube auch, genau. Also ich glaube, das wäre sozusagen die Lösung. Mhm. Ja, also, oder einer macht das weiter oder so. Ich glaube, alleine schon, weil wir dann sagen würden, okay, komm, Zuschauer und alles drum und dann so wichtig. Ja. Ja, das ist halt, es hängen halt nicht nur wir da dran, sondern ihr hängt da halt auch dran. Und wir machen das ja auch super gerne und auch für euch super gerne. Und mögen ja auch das Feedback, was ihr uns gebt und freuen uns da auch total drüber. Und von daher könnten wir das, glaube ich, gar nicht eine Person so würde noch zumindest weitermachen. Wer es dann wäre, wüssten wir zwar nicht, aber das müsste man dann klären. Aber ich glaube, Daniel hat schon gesagt, also klar ist es ein Was wäre wenn, ne? Ob es dazu kommt, glaube ich wahrscheinlich nicht. Nicht nur glauben, sondern das kann ich euch versichern, glaube ich. Nee. Aber also, gut. Ich wüsste jetzt auch gar nicht so, warum. Ja, das auch nicht. Aber gut, so es wäre ein Was wäre wenn.
Okay. Was wäre, wenn es keine Musik gäbe? Danja, gerne, bitte antworten. Ja, also, ich würde es schon schlimm finden, aber jetzt muss ich mal kurz konfessen, ich mag Musik und ich singe auch super gerne, ich tanze auch gerne, ich kann es einfach nicht, ja. Also ich kann es halt gar nicht. Das wollte ich gerade sagen. Aber das ist ja überhaupt gar nicht notwendig dafür, also solange ich damit niemanden nerve. Aber Musik ist für mich jetzt im Gegensatz zu anderen Leuten, denen Musik halt so extrem wichtig ist, ist es für mich jetzt nicht. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich meine, du hast ja essentiell, dass ich ohne Musik nicht leben könnte. Ich meine, du also, hast. Es würde mir schon fehlen so, aber es wäre jetzt nicht so, dass es kommt, dass mein Leben dann nicht mehr funktionieren würde. Ja, ich meine, es ist ja auch so, dass du jetzt nicht so eine bestimmte Musikrichtung hast, die du feierst. Ja. Sondern du bist da ja auch so wirklich ganz alternativ teilweise unterwegs. Ja. Ja, tatsächlich, also bei mir wäre es ein bisschen schwieriger. Bei mir ist Musik schon ein großer Teil von mir. Ich brauche Musik, um ab und zu Sport zu machen, wenn ich laufen gehe. Ohne Musik, das geht eigentlich gar nicht. Ich gehe eigentlich auch gar nicht ohne Musik laufen. Ich meine, klar, hier und da habe ich früher auch getanzt, sei es Breakdance und so. Das wäre ohne Musik auch sehr schwierig geworden. Ja, das Gefühl, was Musik einem auch in gewissen Situationen geben kann, finde ich, ist genau das gleiche. Mhm. Es ist sehr, sehr, also es ist ein sehr, sehr schönes Gefühl teilweise. Es kann ja einen trösten, es kann einen motivieren, es kann einen in Emotionen sozusagen Emotionen hervorrufen, die man vorher vielleicht gar nicht kennt. Oder in dieser Situation nicht. Manchmal es gibt ja auch Leute, die sagen, wenn ich traurig bin, brauche ich traurige Musik. Ja. So. Ne? Und das ist auch vollkommen okay. Deswegen, also wenn Musik nicht mehr in meinem Leben da wäre, das wäre schon ein großes Problem. Und ich falle hier schon wieder runter. Ich kriege zu viel. Also dieser Trauer ist also definitiv zu schwer. Ja. Also wie gesagt, für mich wäre es jetzt nicht so. Es wäre schon schlimm, aber es wäre für mich nicht so, dass ich gar nicht mehr klarkommen würde. Weil ich, wie gesagt, ich höre gerne Musik, aber es ist nicht mein Leben. Ja, das passt doch zu uns. Was wäre, wenn ihr ein Jahr nicht mehr zocken dürftet? Ich kann ja anfangen vielleicht. Das wäre schon ein größeres Problem. Ich kann ja anfangen. Also wenn das wirklich zeitlich begrenzt wäre, dann würde ich das auch machen. Hm. Also es wäre natürlich ein großes Problem, aber ich glaube, ich würde genügend Alternativen finden, die ich in diesem Jahr dann machen könnte. Ob damit auch eingeschlossen ist, dass ich zum Beispiel keine Let's Plays mehr oder so gucken kann. Das könnte vielleicht ein bisschen schwieriger werden, ne, weil sozusagen komplett das Zocken aus meinem Leben zu verbannen, das ist schon eine echt heftige Entscheidung. Aber ein Jahr aufs Zocken verzichten würde ich schaffen. Ich würde das schaffen. Also ich glaube, schaffen würde ich es auch, aber ich würde es voll doof finden. Ja, das ja, aber ich... aber es würde ich schon gehen. Also ich würde nicht daran verzweifeln, sagen wir mal so. Ja. Also ich würde nicht nutzlos in der Ecke liegen. Nein, aber ich glaube nicht. Ich glaube, du würdest eine Alternative finden. Ja. Ja, eben, wie gesagt, ich würde nicht nutzlos in der Ecke liegen, aber ich würde... Ich wäre sehr traurig, aber... Also wenn ich jetzt mal angenommen... Ich würde dafür sehr viel Geld bekommen. Sehr, sehr viel. Ja, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Würde ich mir vielleicht überlegen, aber... Nein, als Selbstexperiment würde ich das tatsächlich nicht machen. Ich würde zum Beispiel als Selbstexperiment einen Monat vielleicht drauf verzichten. Ja. So, das würde ich vielleicht machen. Aber ein Jahr, also da muss schon viel passieren, dass ich das annehme. Ja, also halt auch so ein langer Zeitraum. Da, also ab, ich sag's mal so, wenn du jetzt 5 Monate nicht gezockt hast, dann fehlt's dir auch nicht mehr. Dann hast du es durch irgendwas anderes ersetzt. Gut, weiß ich nicht. Ich hab's auch nie probiert. Ja, aber dann denkst du dir halt, dann ist halt, ich glaube, dann ist so die andere Hälfte des Selbstexperiments ist dann halt einfach so, dass du halt andere Sachen gefunden hast. Okay, glaube auch ich, eine coole Frage. Was wäre, wenn ihr nur noch eine Süßigkeit essen dürftet, welche wäre das? Nimm 2 Soft. Ehrlich? Ja. Wieso? Ich liebe das Zeug. Aber... Ja, also was soll ich dazu sagen? Du bist sicher. Keine Alternative.
Ich weiß nicht, ich darf ja nur noch eine essen. Ja, überleg's dir nochmal. Oder geht's jetzt, oder soll ich dann so sagen, Schokolade? Nein, überleg's dir. Und dann dir. Kann ich jede Schokolade. Also bist du dir sicher? Momentan würde ich das, glaub, sagen. Außer du gibst jetzt eine bessere Antwort. Also als ich würde ganz klar sagen, Zuckerwatte. Nein, also Zuckerwatte wäre so die letzte, also wenn ich nur noch eine Zuckerwatte. Einfach, weil ich da alles habe, was ich brauche. Ich meine, es gibt verschiedene Geschmacksrichtungen. Ne? Es ist können süß. Können wir noch mal kurz gedenken an die Zuckerwatte im Moviepark? Ach so, ja. Die ich kaputt gemacht habe. Ja gut, aber man konnte sie ja trotzdem essen. Ja, es war trotzdem mega traurig. Sorry, nur weil ihr euer Instagram-Foto nicht hattet davon. Weil wir überhaupt kein Foto hatten davon. Weil du es einfach kaputt gemacht hast. Einfach, weil du dir dachtest, lustig. Aber es war nicht lustig. Es war einfach nur traurig und peinlich. Weil die das alle gesehen haben dort, wie du einfach da reingedatscht hast. Es war so schlimm. Es war voll schlimm. Also ich würde Zuckerwatte wählen. Was wäre, wenn du 1000 Euro finden würdest? Was dann wäre? Ja, was würdest du, also die Frage zieht wahrscheinlich darauf ab, was würdest du damit machen? Ich würde sie zur Polizei bringen. Gut, gehen wir davon aus, die Polizei sagt, sie dürfen das Geld behalten. Es gibt sozusagen, die haben einen Monat gewartet, es hat sich keiner gemeldet. Die melden sich bei dir und sagen, es hat sich keiner gemeldet, das Geld gehört ihnen. Was würdest du dann mit, speziell mit diesen 1000 Euro dann machen? Ich glaube, ich würde sie anlegen. Ich bin so langweilig, ich weiß. Du bist so langweilig. Ich würde sie anlegen. Gut, dann fragen wir mal so, in welche Aktien würdest du, oder in was würdest du anlegen? In vegane Start-ups. Ich glaube, mit 1000 Euro kommst du da nicht so weit. Warum? Wenn ich mir da nur Anteile oder Obligationen kaufe? Ja gut, da kommt es halt drauf an, ne? Also ob du jetzt dich auf ein, zwei Startups dann nur stürzt oder 10, ne? Ja, oder irgendwelche oder irgendwelche Fonds oder so, aber ja, gut, das macht Sinn. 1000 Euro Sinn. Kannst du schon anlegen. Ja, das macht Sinn, aber jetzt, ne, wenn man dran denkt, also wenn du jetzt wirklich versuchen würdest, Anteile eines Startups dir zu erhoffen durch 1000 Euro, ich glaube, da kommst du nicht ja. weit. So, also so ein bisschen was kann man da, glaube ich, schon. Mit welchem Wert die an die Börse gehen, kannst du dir da halt schon... Genau, aber ich meine Anteile tatsächlich, wo man auch sagen würde, ne, das lohnt sich. Ich hätte da keine Lust, da großes Mitspracherecht zu haben. Ich aber glaube, mit 1000 Euro kriegst du das heutzutage in keiner Firma auch. Nee, ich glaube auch nicht. Ja, und alleine als vegane Foodloverin, glaube ich, kommst du da nicht weiter. Ja. Zusätzlich. Nee, das stimmt schon. Aber das würde ich machen. Also ich würde es halt anlegen und das ziemlich sicher in irgendwelche Umwelt- oder veganen Sachen. Ich glaube, was man momentan gut anlegen kann, sind Autobatterien. Ja. Da gibt es jetzt momentan noch was ganz Heißes. Ja, ja. Aber da, also ich würde, wenn ich diese 1000 Euro schon finden würde, dann würde ich sie halt irgendwo reinlegen, wo mein Herz dran hängt. Und Autobatterien sind da halt jetzt nicht unbedingt so das Warum? Ding. Doch, klar. Ja, mein Auto ist ein Hybrid und hat eine Batterie drin, aber trotzdem würde ich da jetzt nicht unbedingt... Außerdem kannst du damit 1000 Euro, glaube ich, noch viel weniger. Ja, siehst du ja, das meine... Ja gut, okay, wie du auch sein. Gut, gehen wir vom Fall aus, es wäre bei mir so. Was würde ich mit den 1000 Euro machen? Spannend. Zuckerwatte kaufen. Nein, also... Nein, gut, ich bin... Gut, gut, würde ich jetzt den Weg gehen wie Danja und einen auf cool machen und einen auf positiv und sagen, ja, ich spende das Geld. Aber dafür brauche ich keine 1000 Euro finden, das mache ich auch so. Also ich würde auch so 1000 Euro spenden. Das brauche ich jetzt, oder mache es auch so, das brauche ich jetzt nicht einfach nur, weil ich was gefunden habe. Ich glaube tatsächlich, was würde ich machen? Was fehlt mir denn momentan? Also ich glaube tatsächlich, damit würde ich mir zu Hause... Ja, ich glaube, ich würde das investieren in Samira. Ich glaube, ich würde ihr so eine Wand bauen. So eine Spielwand, weißt du? So eine Kletterwand? Ja, genau. Das habe ich sowieso vor, falls wir umziehen. Oder sobald wir umziehen. Dann will ich das auch machen. Aber ich glaube, würde ich jetzt auf Anhieb 1000 Euro finden, würde ich sagen, komm, weißt du was? Ich kaufe jetzt Kratzbäume und alles andere für Samira und baue ihre eigene Obi. Das ist auch eine schöne Idee. Ey, was ist das für Aber ist bei mir halt dadurch, dass
dass meine Katzen ja eh rausgehen. Also Kiba momentan noch nicht, aber Hefe geht ja raus und da hat er halt so viel, das könnte ich gar nicht nachbilden drin, dass der draußen an Beschäftigungsmöglichkeiten hat. Ja. Gut, machen wir weiter. Was wäre, wenn du Gedanken lesen könntest, Danja? Boah, ich glaube, dann würde es mir mega schlecht gehen. Ja? Also wenn ich immer wüsste, was die Leute so denken, ich glaube, dann würde ich depressiv werden, weil ich glaube, dass Leute tagsüber oder generell ziemlich viel schlimme Sachen denken. Gut, okay. Gehen wir dann vom Fall aus. Sagen wir, du hast eine Fernbedienung. Und du kannst. Und ich könnte das ein- und ausschalten. Nicht ein- und ausschalten. Ja, das auch. Und du könntest sozusagen die Leute, du könntest das Programm wählen, wo du Gedanken lesen könntest. Also sozusagen, du hast die Option, aber du kannst es ein- und ausschalten. Was wäre da? Also das würde ich schon wieder ganz cool finden. Ist ja klar. aber cooler würde ich es finden, wenn ich das noch beeinflussen könnte. Also das hatte ich ja, glaube ich, schon mal gesagt. Ja? Ich so, also so... Ja. So Professor ja, so, X-mäßig? So nein, eher so wie bei... Das habe ich doch schon mal gesagt. Hörst du mir überhaupt zu? Eigentlich nicht, aber wie bei, wie bei Guardians of the Galaxy. Ah, stimmt. Ja, okay. Stimmt. Das würde ich cooler finden. Aber so Gedanken lesen, ja. Ich glaube, das stellt man sich cooler vor, als es ist. Aber ich glaube, ich würde es trotzdem nutzen. Ja, also ich würde das voll feiern. Ich weiß, dass das extrem schlecht wäre, auch für mich selber. Ja. Aber ich würde das voll feiern. Ich stelle vor, ihr könnt Gedanken lesen. Und die also weißt du, in welcher Situation das ganz cool wäre oder gewesen wäre? In der Schule, wenn der Lehrer so hinter dir steht und du schreibst gerade einen Test und der guckt so und sagt dann so, bei 4D würde ich aber nochmal überlegen. Und du denkst so, was willst du von mir? Da wäre es cool. Ja, da wäre es mega praktisch. Ja, oder stellt euch viele Situationen vor. Also, weiß ich nicht. Wie ihr eure Eltern überzeugen könntet, euch mehr Taschengeld zu geben oder so. Ja. Ja? Oder halt auch einfach, ich glaube, man könnte dann halt auf Leute etwas besser eingehen vielleicht, wenn man halt das direkt so rausfinden Gut, man kann. Gut, man würde auch direkt wollen. Wissen, ob man vom Crush gefriendzoned wird oder nicht. Ja, stimmt wohl. Das müsste man ja nicht fragen, sondern man wüsste es. Man würde dieses peinliche Gespräch nicht führen. Ja, das stimmt. Aber ja, also ich glaube, es hat Vor- und Nachteile, aber ich glaube, so mit der Zeit könnten da tatsächlich die Nachteile überwiegen. Ja, ich glaube auch. Das glaube ich auch, aber... Ja. Weil wirklich, ich glaube, Menschen denken, also voll unnötige Sachen, wenn bei mir jemand Gedanken lesen würde, die hätte wahrscheinlich Spaß, die Person. Ja, außer Tee und Katzen. Weil da echt viel komisches Zeug abgeht in meinem Kopf. Aber ich glaube, viele denken auch ziemlich viele schlimme oder gemeine Sachen. Das würde ich dann nicht wissen wollen. Ja. Interessant. Okay. Ich glaube, das ist soweit zu der Frage. Hörst du mich noch? Nein! Ich höre dich, sorry. Du gerade meine Gedanken. Okay. Nein. Okay, dann machen wir mal weiter. Voll die spannenden Fragen dabei, ne? Also, heftig. Was wäre, wenn es einen Tag ohne Regeln oder einen Tag alles machen, was der andere verlangt? Also, machen wir mal ohne Regeln vielleicht. Was wäre, wenn es einen Tag keine Regeln für dich geben würde? Würdest du dann dein Leben ändern? Oder würdest du den Tag anders führen? Also, ich würde jetzt nicht, irgendwo einbrechen und mir dann einen Haufen Dinge aneignen und kaufen und, also ja, eben halt nicht kaufen, sondern eher klauen, weil ich davon nicht so krass viel halte. Aber ich glaube, eine Sache, die ich machen würde, wäre, ich würde, glaube ich, ganz, ganz viele Tiere befreien. Aber, ansonsten, ich hab halt nichts, wo ich so sage, das schränkt mich so krass ein, wo es mir was bringen würde, wenn das einen Tag halt nicht da wäre. So, glaube ich. Okay. Ja. Also. Ich glaube, das ist meine Antwort. Ja, also wenn ich
was wäre, wenn ich einen Tag sozusagen, wenn ich keine Regeln oder Gesetze befolgen müsste? Also, ich würde auch nichts machen, was anderen schaden könnte, grundsätzlich. Ne, sei es klauen oder andere Sachen, das würde ich nicht machen. Das geht eher wahrscheinlich. Das macht man ja auch nicht nur, weil es verboten ist, sondern weil es auch nicht gut ist. Ich glaube, es geht grundsätzlich eher bei der Frage darum, so Sachen, die halt Spaß machen, sage ich jetzt mal, ne? Aber vielleicht nicht immer erlaubt sind. Zum Beispiel in der Schule reden oder was weiß ich, irgendwie sowas. Achso, ja. Vielleicht auch so etwas leichtere Sachen oder kleine Sachen. Also tatsächlich, ich glaube. Was würde ich da machen, wenn es keine Regeln geben würde? Also ich würde als erstes natürlich. Boah, ich weiß das gar nicht tatsächlich, weil ich mache schon all das, was mir Spaß macht. Oder? Es ist, also ich glaube, das hängt, glaube ich, auch damit zusammen, dass wir halt schon erwachsen sind. Ja, wir müssen nicht um 23 Uhr zu Hause sein oder so. Also, na gut, so eine Robin Hood-Aktion wäre halt auch mal nicht schlecht, ne? Also ich glaube, ich würde ins Zoo einbrechen und alle Tiere freilassen. Ja, ich glaube, das ist schon was Gutes. Ich glaube, da würde ich mitmachen, glaube ich. Cool. Ich glaube, das ist schon so eine Idee. Wenn hier demnächst viele Fälle. Pass auf, morgen gibt es eine Nachricht hier. Zoo in was weiß ich. Hausverbot für YouTuber. Irgendwie sowas. Ja, stimmt, da bin ich bei dir. Ich glaube, wenn es so um Tiere geht, da würde ich, glaube ich, sowas machen. Aber sonst. Fällt mir jetzt auch anhieb ehrlicherweise nichts ein. Gut, machen wir mal eine weitere Frage. Ein bisschen was haben wir noch. Ja, wir sind langweilig. Wir machen einfach alles. Für uns gibt es schon keine Regeln. Wir würden nicht kriminell werden, außer dass wir ein paar Tiere Was wäre, wenn ihr für eine Woche Tiere tauschen müsstet? Beziehungsweise unsere Kinder in diesem Fall. Wenn unsere Kinder tauschen müssten? Also ich weiß halt nicht, ich habe Samira immer noch nicht persönlich kennengelernt. Deshalb weiß ich halt nicht, wie gut ich mich mit Sammy verstehen würde. Aber ich würde sie halt einfach verwöhnen. Hallo, für dich immer noch Samira. Sammy. Für dich immer noch Samira. Das hat sich noch nie gestört. Jetzt lass sie mich Sammy nennen. Also ich glaube, ich würde sie trotzdem sehr verwöhnen. Ich weiß halt nicht. Ich überlege gerade, ob ich sie halt auch rauslassen würde. Aber ich glaube, das würde ich nicht machen, weil es ihr dann wahrscheinlich fehlen würde, wenn sie wieder rein müsste die ganze Zeit. Erstens das und zweitens kann es auch sehr stressig. Ich würde sie halt mega verwöhnen und dann halt einfach hoffen, dass sie mich liebt und in der Zeit nicht kaputt geht. Aber mir würden meine Katzen extrem fehlen. Also ich bin kein Tierarzt. Weil ich meine Katzen einfach liebe. Ja, ich bin jetzt kein Tierarzt oder so, also kann ich jetzt nicht sagen, dass das verifiziert ist oder nicht. Es kann auch durchaus sein, dass Sammy ist ja eine Hauskatze und es kann auch durchaus sein, dass das sehr stressig ist für sie, wenn sie draußen ist und damit nicht klarkommt. Ja, das kann sein. Na, also Stress ist bei Katzen auch immer so ein Ding, was man vorsichtig sein muss. Na, also es wäre schon stressig für sie, wenn sie überhaupt Besitzer und Wohnung tauschen müsste. Das sowieso. Ich meine, es ist ja schon Stress. Na, aber gehen wir jetzt vom Fall aus. Ja, also ich habe gerade mit dem letzten Statement eigentlich lange gewartet. Also du hast gar nicht darüber geredet, dass es schwer wäre, deine Kinder abzugeben, also deine Katzen abzugeben. Doch, also es wäre, wie gesagt, das wäre für mich Das wäre viel mehr das Problem. Ich hätte kein Problem, Kiba und Hefe aufzunehmen. Das wäre überhaupt kein Problem für mich. Ich glaube, wir hätten viel Spaß in dieser Woche. Aber ich hätte viel mehr das Problem, Sammy abzugeben. Ja, es ist auch schlimm. Also warum sollte man das? Gut, es ist ein fiktionaler Fall gerade, aber nein, ich kann das nicht. Also ich würde meine Katzen einfach nicht. Naja gut, wenn man in den Urlaub fährt oder so, dann gibt es ja auch mal. Ja, das ist was anderes. Das geht ja nicht anders. Aber gut, es wäre schwer. Es ist hart. Also auch wenn ich im Urlaub bin, so die ersten zwei Nächte sind die schlimmsten. Und dann auch noch die letzte, wo man sich so denkt, oh, morgen bin ich endlich meine Kinder wieder. Die haben mich bestimmt ganz schwer vermisst. Ja. Ja, also es ist super schlimm. Absolut. Also Katzen abgeben, ganz, ganz furchtbares Ding. Weil es sind die Kinder und ich liebe meine Kinder. Ja, ich hätte einfach Angst, dass sie mich vermissen. Ja. Was wäre, wenn ihr euch teleportieren könntet? Dann könnte ich mich teleportieren. Das wäre ziemlich cool, weil dann würde ich mich sehr regelmäßig an
Orte teleportieren mit besserem Wetter. Was würdest du, sorry, ich habe gar nicht und zugehört. Das wäre ziemlich cool, weil dann würde ich mich regelmäßig an Orte mit besserem Wetter teleportieren. Und ich müsste nicht mit dem Auto fahren und ich müsste nicht fliegen. Das heißt, das wäre auch für die Umwelt super. Ich würde das mega gut finden, wenn ich mich teleportieren könnte. Auch einfach so aus Situationen einfach raus. Okay, ja gut, aber du kannst ja auch einfach aus der Tür gehen, wenn etwas unangenehm ist. Warum musst du dich dann wegteleportieren? Ja, schon, aber ich meine, also wenn du halt einfach gerade irgendwo bist und du denkst, boah, ich brauche jetzt gerade einfach mal Malediven-Strand oder ich muss jetzt mal eine Runde in den Bergen wandern gehen oder sowas, geht schon gut. Brauche jetzt 5 Minuten Pause im Spa? Hä, voll gut. Das ging mir gerade viel mehr um die Situation. Ja, tatsächlich, ich würde das, also, ich meine, du hast schon vieles erklärt, ne, das mit dem Reisen und so würde wegfallen, wobei ich da sage, ich fliege halt ganz gerne, ich weiß Umwelt und so nicht so gut, das weiß ich, aber ich mag das Fliegen eigentlich sehr gerne und auch das ganze Feeling, wenn man so am Flughafen und so ist, das gefällt mir eigentlich schon, das würde mir, glaube ich, schon fehlen, also ich würde es nicht immer machen, ich würde zwischendurch auch noch fliegen, ne, also auch das Autofahren oder so, oder, ne. Also ich würde nicht immer drauf zurückgreifen. Natürlich, wenn ich muss, würde ich es machen. Oder wenn ich gerade faul bin und ich bin ein ziemlich fauler Mensch. Das würde ich definitiv machen. Es wird sich super eignen für so stressige Situationen im Sinne von, stell dir vor, wir hatten einen stressigen YouTube-Tag, ne? Es war so echt viel zu tun und alles. Und zu Hause kannst du dich halt nur hinlegen. Dann würde ich halt schon sagen, okay, dann geht's halt kurz auf die Malediven oder, ne? Einfach so. Ja, keine Ahnung, so übernachten halt einfach mal woanders. So, ja, nicht nur übernachten, auch so für 2-3 Stunden einfach kurz an den Strand oder so. Ja. Ne? Das würde gehen. Ne? Und man könnte natürlich auch Inseln erreichen oder Orte erreichen, die man sonst nicht erreichen kann, ne? Auch mit dem Flugzeug nicht. Das wäre ziemlich cool. Das würde ich ziemlich feiern. Wo gar nichts hinfliegt, anlegt und was auch immer. Ja, auf jeden Fall. Ich würde das total ausnutzen, jeden Tag wahrscheinlich. Also ich würde nicht mehr fliegen und ich würde auch nicht mehr Auto fahren. Okay, Danja, eine letzte Frage für heute. Ja, ich mache mich bereit dafür. Jetzt. Was könnten wir denn in der letzten Frage hier machen? Okay, was wäre, wenn ihr jetzt, also mit dem jetzigen Wissen, nochmal in die Schule zurück müsstet? Als Schüler oder Schülerin? Hast du meine Frage gehört? Ja, hab ich. Ich überlege gerade. Also, mit dem Wissen, was ich heute hätte, glaube ich, würde ich natürlich etwas bessere Noten haben. Ich glaube, ich hätte auch ein etwas anderes Verhältnis zu meinen Lehrern. Ja. Aber gut, gewisse Sachen sind halt immer altersbedingt. Sonst glaube ich, ich glaube, ich würde nicht mehr so oft zu spät kommen, weil das habe ich damals nicht so geschätzt. Also nicht geschätzt im Sinne so, sondern also ich würde es nicht mehr als Problem sehen, früh aufzustehen. Das würde ich auf jeden Fall anders machen. Und ich glaube, ich glaube, das hängt damit zusammen, dass man jetzt sozusagen den ganzen Tag zu tun hat, wenn man einmal arbeitet. Also ich würde noch nicht mal bis... Also ich würde immer länger bleiben in der Schule, egal was ist. Also, ich glaube... Ich glaube, das sind die Sachen, die ich sozusagen im Unterschied zu früher machen würde. Bei mir ist es jetzt etwas knifflig. Also, ich war ja gerne in der Schule und ich war auch sehr gut in der Schule. Es würde mir wahrscheinlich alles... War doch sehr langweilig in der Schule. Und ich habe es zum Abschluss nochmal hier bei einem Turm geschafft. Toll. Es würde mir wahrscheinlich noch, auf jeden Fall nochmal leichter fallen. Aber wenn ich jetzt in meinem jetzigen Zustand in die Schule gehen würde... würde ich definitiv ständig zu spät kommen. In der Schule war ich immer pünktlich. Ich war immer pünktlich. Das ist erst in den letzten paar Jahren so. Ich bin ja in den letzten paar Jahren einfach so ultra unpünktlich geworden, dass niemand mehr mit mir rechnet. Aber wurdest du zur Schule immer gefahren oder bist du selbst gegangen? Nein, also ich bin mit dem Bus gefahren. Ah, okay, gut. Beziehungsweise mit dem Zug dann auch. Und als ich dann auf dem Gymnasium war, bin ich
gelaufen oder mit dem Bus gefahren. Aber da war halt der Weg nicht so weit. Da hing das immer ein bisschen davon ab. Aber ich war immer pünktlich. Mhm. Das würde ich definitiv nicht mehr hinkriegen. Also jetzt pünktlich in der Schule erscheinen. Aber ich hatte halt damals auch schon gute Noten. Aber ich glaube, ich würde mir weniger Mühe geben als damals. Ich habe mir da damals teilweise so einen Stress gemacht, was gar nicht... Okay, man wäre ein bisschen realistischer, sage ich jetzt mal, mit dem Stress, den man ja, sich dann macht. Ja, also ich habe mir so einen Stress gemacht um so Sachen, wo ich mir jetzt mittlerweile denke, boah, warum hat mir damals auch keiner gesagt, dass das nicht schlimm ist, wenn man mal irgendwas nicht sofort auf Anhieb kann. Ja. Also wenn mir das jemand gesagt hätte, und es ist nicht schlimm, man muss nicht alles können. Und wenn mir das jemand gesagt hätte, dann wäre ich, glaube ich, sehr viel entspannter gewesen. Ach ja, und ich glaube, was ich bei mir verändert hätte, wäre noch... Ich meine, der Zugriff zum Internet in meiner Zeit war halt sehr begrenzt noch, muss ich sagen. Ne? Also auch an Informationen sozusagen für Schulwissen. Ne? Das heißt, man konnte zwar gewisse Themen natürlich im Internet recherchieren, aber also ich glaube... Es war doch ganz anders. Ja, ich glaube, also sozusagen die Nutzung vom Internet würde ich jetzt viel mehr von profitieren als früher. Ja. Weil früher haben mir tatsächlich auch zwischendurch einfach die Infos gefehlt oder wo ich diese Infos herbekomme. Und ich war halt zu faul, um im Buch nachzugucken. Manchmal war ja auch das Problem, dass Lehrer das nicht so gut erklären konnten, wie jetzt vielleicht es ganz einfach vielleicht teilweise auch auf YouTube oder so erklärt wird. Ja. Naja. Ja, das stimmt. Gut, Leute, das war's tatsächlich. Es waren wirklich sehr, sehr coole Fragen. Also das war wirklich ein cooles Fragenformat mal heute, finde ich. Sehr, sehr deep, muss ich auch sagen. Ja. Voll gut. Wenn ihr wollt, dass wir das nächste Woche nochmal machen, dann schreibt uns gerne Kommentare, was wir nächste Woche vielleicht machen könnten bei Tower of Hell. Ich finde das immer sehr gut zum Anfang der Woche. Dann kommen wir auch ein bisschen rein, ihr kommt ein bisschen rein. Und wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Und dann, ja. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.